Sound resumed. Microphone activated. Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.de. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Gaming. Ja, hi, das war das Intro. Seid ihr noch da? Hallo? Leute. Hallo. Ah, wunderbar. Ja. Ich bin gerade etwas irritiert davon, aber ja. Ich habe euch gesagt, ich muss das Intro selber machen, weil ich die Dateien nicht habe. Und nein, die, ja Tom, da hast recht, die Aussage kommt, die Ansage kommt nicht an Vance ran. Das habe ich aber auch nicht als Standard vorgesehen. Ja, also Leute, erstmal hallo und herzlich willkommen zum Guild News Podcast Nummer 330. Heute in einer etwas anderen Aufstellung als sonst und auch heute unter anderer Moderation. Und zwar ist der Sky heute im Urlaub, da ihm das Thema halt, was wir heute besprechen, nicht allzu sehr zusagt, beziehungsweise halt eben ein Thema ist, wo er halt keine große Expertise geben kann. Und aus diesem Grund hat er mal dann die Arbeit gekonnt auf mich abgewälzt, würde ich mal behaupten. Und ja, wie ihr schon sicherlich auf dem Intro-Cover sehen konntet, werden wir uns heute vor allem mit dem Balance-Talk beschäftigen. Wir haben ja vor ein paar Wochen das große Balance-Update bekommen, was halt vor allem PvP und WVW ja groß auf Kopf gestellt hat. Und dafür habe ich mir ein paar Gäste eingeladen, die sich ja an dieser Stelle mal gerne vorstellen dürfen. Neben mir befindet sich der liebe Benz. Hi, grüß dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist ja, du? Was gibt's dazu erzählen? Ich spiele jede Menge PvP. Mhm. Hab die letzten anderthalb Wochen ganz gut reingesuchtet. Okay. Und ja, so ein bisschen was hat sich getan, PvP. Einiges ist gleich geblieben, einiges hat sich verändert. Jo. Ja, wunderbar. Und du wirst uns da sicherlich jetzt da die Expertise zu geben, was sich denn da großartig verändert hat, oder? Einiges kann ich sagen, alles nicht. Ne? Ich spiele halt hauptsächlich noch meinen Dieb. Mhm. Und ich sag mal, ich sehe natürlich einiges, was mir entgegenflogen kommt von anderen. Ne? Ja gut, das stimmt. Kann jetzt nicht zu jedem Bild spezifisch genau sagen, wie, ne? Aber so ein paar Sachen kann ich sagen. Ne? Alles klar. Naja, ihr werdet bei einigen Builds werdet ihr von mir mehr hören, von einigen weniger. Okay, also wir haben auf jeden Fall die PvP-Seite abgedeckt und wir haben jetzt noch unter mir den Nico von den Snorkrows. Grüß dich, Nico. Schön, dass du wieder Hallo. Da bist. Ich bin eine großartige WVW-Koryphäe. Das ist mein Thema. Ich kann nur das. Und PvE habe ich in den letzten zwei Wochen nicht angefasst. Ist das jetzt dein Ernst? So halbwegs, ja. Okay, aber das ist schon mal gut zu wissen, weil... Also, letzte Teil, nicht der erste Teil. PvE ist seit 6 Monaten nicht mehr. Oh, okay, schade. Ich hatte jetzt gedacht, dass du da vielleicht doch ein bisschen was zum WVW sagen könntest, weil ursprünglich sollte ja noch Discardia, also halt aus dem Redaktionsteam Discardia, mit im Podcast dabei sein, um halt eben auch so die WVW-Seite zu beleuchten. Leider ist er dann aber spontan ausgefallen, weshalb halt so ein bisschen die WVW-Expertise vakant geworden ist. Ich habe noch versucht, irgendwie innerhalb der Community Last Minute jemanden aus der WVW-Szene zu bekommen. Mit wenig Erfolg leider. Deswegen müssen wir da wohl, müssen die WVWler, unsere treuen WVW-Zuschauer, halt vielleicht so ein bisschen selber durch Chat-Diskussionen etc. vielleicht das Thema aufarbeiten. Leider konnte ich jetzt da so niemanden mehr ranholen. Aber PvP, Structured PvP, was ja auch schon lange kein Thema mehr war, wird auf jeden Fall heute durch Benz abgedeckt und Nico von den Snorkrows bringt uns die PvE-Einsicht, auch wenn da sich ja meines Wissensstands ja nicht so viel verändert hat, oder? Also es gab neue interessante Dinge, aber halt die alten Builds wie Mesmer sind noch stärker geworden, was uns alle erfreut. Alles klar, aber darüber reden wir dann später, wenn wir dann zum Talk kommen, ein bisschen mehr. So, vorher schnacken wir einfach mal noch so ein bisschen über so die News der Woche, die Nachrichten, die wir die letzte Woche so bekommen haben.
Und noch so über vielleicht ein paar interne Sachen. Ich habe mir da jetzt tatsächlich nichts aufgeschrieben. Ich bin da so ein bisschen spontan unterwegs. Deswegen würde ich einfach mal schauen. Wir gucken mal hier gezielt auf guildnews.de und schauen mal so nach, was es da für tolle News gab. Ich glaube, die allergrößte News, die wir eigentlich so die Woche hatten, ist ja der offizielle Trailer zu Visionen der Vergangenheit, Stahl und Feuer gewesen, ne? Also Ja. das ist zumindest mit so das große Bonbon, was wir diese Woche präsentiert haben. Kam überraschend. Habt ihr euch denn beide den Trailer angeguckt? Ja, tatsächlich. Oh, nicht schlecht. Auch du als PvP-Spieler, Benz? Ja, es heißt hier nicht, dass ich nur PvP spiele, also hauptsächlich, Mhm. aber ab und zu spiele ich dann noch ein bisschen PvE, so einmal alles und dann wieder ab ins PvP. Ja, nicht schlecht. Ja, auch, also man muss ja wirklich dazu sagen, das ist ja dann doch so vom Umfang her, was sie da vorgestellt haben, größer, als man sich hätte denken können. Es ist Vor allen riesig. Dingen Ja. an die Features, die so nicht erwartet worden wären. Ne? Ja, das stimmt. Also man hat da ja schon, sie haben ja, ich sag mal, viele Dinge, die sie ja damit hineinbringen werden. Wir können uns auch gerne gleich mal, wir können uns ja auch gleich mal eben kurz den Trailer anschauen. Wir werden darüber nicht ausführlich reden. Das werden wir uns dann für den Podcast nächste Woche vorbehalten, da es ja heute an sich ja wirklich nur um Balance gehen soll. Aber ich sag mal, um ein bisschen so die Zeit zu füllen, können wir zumindest uns gleich einmal den Trailer anschauen, eben kurz über Eindrücke reden etc. Und ich sag mal, auch so eine kleine Trailer-Analyse etc. Das machen wir dann alles nächste Woche. Ich habe da ja schon eine dicke, fette Wette mit einigen Community-Mitgliedern am Laufen bezüglich eines kleinen Details im Trailer, wo ich mir dann doch sehr siegessicher bin, dass der so eintreffen wird. Aber darüber können wir dann später auch mehr schnacken. Ja, ich würde einfach vorschlagen, wir gucken uns einmal kurz gemeinsam den Trailer an und dann können wir ja mal über ein paar Punkte des kommenden Updates uns unterhalten, oder? Sie haben das Farbbild gefixt. Das ist aber schön. Stimmt. Stahl und Feuer war gut. Ja, stimmt, da hat Kiwi gerade im Chat drauf aufmerksam gemacht, hier mit Sternchen Feuere. Ja, die haben ja so die Tradition, da in der deutschen Übersetzung ein paar Fehler einzubuttern, wenn ich da so an Vega Krieg denke, damals, statt ewiger Krieg, das waren dann doch schon ein paar gute alte Schnitzer drinne. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Na, oh, das ist ein bisschen zu vollbildmäßig. Ja, ich glaube, ihr seht das auch so. Hoffe ich mal zumindest. Deine Wunden sind geheilt. Worauf wartest du noch? Das Spähbecken ist bereit. Ihr seid jetzt beim Stahltrupp. Ich erwarte absolute Perfektion. Na, wenn ihr nicht der traurigste Haufen Rekruten seid, den ich je gesehen habe. Alle Ziele ausgeschaltet. Magie oder nicht, eine Ladung vom Panzer in die Fresse sollte auf jeden Fall funktionieren. Glück ist ein milder Trank. Ja, also vollgepackte Action, würde ich mal behaupten. Also ordentlich was drin. Ich würde behaupten, das hat sogar mehr Inhalt
als so manche Living World Episode, die wir mal bekommen haben. Boah, das ist eine harte Aussage. Ja, also aus der ersten Season 1, ja, dann ja vielleicht schon. Aber halt Season 3 und 4 waren eigentlich ziemlich gut, die meisten. Ja gut, aber was ich halt damit sagen wollte, ist, es kommt auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall an, so auf eine Ebene mit so einer lebendigen Weltepisode, ne? Das ist ja schon ordentlich Inhalt, würde ich behaupten. Vor allem auch, was Belohnungen angeht. Ne? Wir haben ja hier auf unserem Artikel ja die Auflistung. Ich meine, wir kriegen das Auge des Nordens als neue Basis mit einem Portal für Strike Missions. Das heißt, das Ding, von dem, was man ja auch schon im Trailer gesehen hat, ist jetzt schon, ich sag mal, ein besserer Player-Hub als der Zufluchtsort der Sonnenspeere damals gewesen. Ja, was war dieses Ding überhaupt damals? Was war die Zuflucht? Weil, das war einfach nur eine Instanz. Ja, genau. Das war eine Instanz, wo du halt ein paar Sachen mitgemacht hast, wo du halt ein paar Boni für die Karte, die du dann auch später erarbeiten konntest. Dass du halt beispielsweise in den gebrandmarkten Feldern keinen Schaden mehr bekommen hast, etc. Ja, und dass du da halt vor allem für deine Achievements und für deine Sammlungen da reingegangen bist. Das war im Grunde genommen der Zufluchtsort der Sonnenspeere. Das ist ja etwas, was ja auch viel kritisiert wurde halt. Ne? Dass es halt keine Werkbank hat, dass es kein Portal-Hub hat oder so. Dass es halt kein richtiger Player-Hub ist, sondern eben halt nur eine weitere Instanz, die halt als Brückenglied für die ganzen Erweiterungen und Sammlungen dienen soll. Und das scheinen sie aber wohl gelernt zu haben und scheinen jetzt ja wohl mit dem Auge des Nordens halt eben eine würdige Alternative, also halt auch wirklich eine richtige Alternative anzubieten. Ja, also was man da schon gesehen hat, ist ja schon ganz nett. Finde ich auch vor allem klasse, weil das Auge des Nordens ja auch eine zentrale Bedeutung für Guild Wars 1 hatte. Ja. Ja. Und vielleicht bekommt auch die Instanz, die wir jetzt bekommen, eine ähnliche Bedeutung wie die Halle damals, was interessant wäre. Du meinst die Halle der Monumente? Ja, also eher die Wandteppiche. Also ja, die Halle der Monumente. Ja. Benz, du wolltest, glaube ich, was sagen. Du hattest zumindest so ausgeholt. Genau, ich wollte gerade schon sagen, ich bin kein GW1-Spieler. Das war doch irgendwie da oben bei der Halle der Monumente, ne? War nicht genau. Genau, man muss dazu sagen, die Halle der Monumente war halt eben so ein Anhängsel des Auge des Nordens. Das Auge des Nordens an sich war ein Außenposten und du hattest halt innen drinne die Halle der Monumente, die dann halt eben zur Darstellung deiner persönlichen Erfolge verwendet wurde, aber auch eben so als Schlüsselpunkt für eine Episode von Guild Wars Beyond. Also für sowas ähnliches wie die lebendige Welt damals in GW1. Ja, cool, dass sie das alles auf jeden Fall wiederverwertet haben. Und vor allem auch so von der Geschichte her macht das ja auch absolut Sinn, das Auge des Nordens und das Spähbecken da wieder ins Zentrum zu stellen, weil Visionen der Vergangenheit heißt ja eben, wir blicken in die Vergangenheit. Und das. Aber die Funktion des Pools war ja eine andere in GW1. Zeigt uns ja, was jetzt gerade läuft. Oder auch. Hat es auch gemacht. Es hat es auch gemacht, aber du konntest damit auch in die Vergangenheit wieder zurückblicken. Okay. Du konntest ja auch die ganzen Ingame-Cinematics dort wiederholen. Ja. Für Auge des Nordens und so. Deswegen. Gut, also. Ja, wieso in der Vergangenheit? Wir kriegen das Auge des Nordens als Player-Basis so ein bisschen und als Portal-Hub für Strike-Missions. Es wird das Ganze wird ausbaubar sein. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass ArenaNet das auch für weitere Missionen, also für weitere Episoden und für vor allem auch für weitere Visionen der Vergangenheit halt verwenden wird. Wir wollten ja 4 machen, wenn ich richtig erinnere. 4? 4 Visionen. Eine mit Ryland und halt andere mit anderen Leuten. Und das kann mich erinnern an dem Blogpost von damals. Stand da dann wirklich explizit diese 4 drin? Ja, ich kann es mal suchen. Okay. Wenn ich das nebenbei gerade so hinbekomme. Genau, dann such das mal raus. Weil ich habe diese 4 halt so nicht vor Augen gehabt, dass das 4 sein werden. Also was mir schon durchaus bewusst ist, ist, dass sie halt eben, auch für die es halt noch nicht mitbekommen haben, diese Vision der Vergangenheit oder Visions of the Past im Englischen halt,
so als Nebenkonzept zur lebendigen Welt aufziehen wollen und halt eben so anhand dessen so, ja, ich sag mal, für die, die GW1 gespielt haben, ähnlich wie das Bonus-Missions-Pack, dass du halt in der Rolle eines bestimmten Geschichtscharakters halt eben bestimmte Missionen erfüllst und sowas. Okay, ich habe etwas gefunden. Warte. Also, sie sagen, lass mich kurz den Artikel durchlesen. Mhm. Okay. Und zwar in der Roadmap damals. Ja. Klickt das auf Discord? Jo, dann kann ich das auch eben kurz öffnen. Ja, nicht das hier, das ist natürlich vorhin. Kopieren. Jetzt hast du mir nochmal dein schönes Bildchen zwar geschickt. Die Roadmap von damals hat so ein Viertel dieses Sterns ausgefüllt. Vielleicht finde ich gerade mehr. Aber das weist sicher darauf hin, dass ein Viertel gleich bedeutet 4 Episoden von Visions. Okay. Na gut, das wäre dann aber auch nur eine Vermutung. Ich habe jetzt tatsächlich eher gedacht, dass du da irgendwie eine Aussage hättest. Also, das kann ich effektiv dran erinnern, aber. Ach, such's nach dem Stream mal noch. Ja, alles gut. Also, die Vermutung ist im Raum auf jeden Fall, dass es noch mit der Eisblutsaga 4 weitere, also 3 weitere mit Stahl und Feuer, noch 3 weitere Visionen der Vergangenheit geben wird, was halt eben, wie ich das jetzt ja schon vorhin gesagt habe, als Nebenkonzept zur lebendigen Welt hier aufgezogen wird. Topaz, vielen lieben Dank für deinen Sub im 27. Monat und grüß dich erstmal. Schön Servus zurück. Also, genau. Und die erste Vision der Vergangenheit wird sich ja jetzt, wie wir das ja auch schon viel aus dem Trailer mitbekommen haben, sich um Rayland drehen oder Rayland, wie er im Deutschen ausgesprochen wird, und zwar nämlich der Sohn von Ridlock und Kreesha. Kreesha, genau, oder Kreesha. Na, Kreesha. Kreesha wird es im Deutschen auch ausgesprochen? Ich, nein, leider nicht. Aber leider, okay, alles klar. Kreesha, Kreesha, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, es wird halt so ein bisschen halt seine, nicht Rüland, nein, wir nennen ihn Ryland. Wir bleiben bei der leicht englisch angehauchten Aussprache an der Stelle. Rüland, sehr schön. Rüland, also was die sich da manchmal erlauben mit der deutschen Synchro, das ist echt unterste Schüssel. Ja, jedenfalls kriegen wir halt einen Einblick in seine Rolle und vor allem auch in die Rolle seines Trupps, des Stahltrupps. Und der wird ja als Elite-Bluttrupp bezeichnet. Macht ja auch Sinn, weil ja Rayland so ein bisschen so die rechte Hand von Banger spielt. Und die scheint wohl auf eine Mission zu gehen, die sich so ein bisschen mit Eisbrut beschäftigt, aber die wohl am Ende eher in Richtung Zwergentechnologie geht. Da muss man ja ganz genau sagen, also das ist ja nicht nur Zwergentechnologie, sondern Steingipfel-Zwergentechnologie. Und zwar geht es dann ja wieder an einen alten Schmiedemann. Also auch Schaufeltechnologie. Nee, das ist tatsächlich Zwergentechnologie. Also wenn du jetzt. Zwerge? Das ist nur Zwerge, ja, genau. Die wurden nicht versklavt? Nee, warte, die Schaufler waren die Sklaven von den Zwergen. So, genau, die Schaufler waren die Sklaven von den Zwergen. Die durften das Ding nur konstruieren, aber die Blaupausen kommen von den Steingipfel-Zwergen. Und da, so ein Ding hier, so ein Schmiedemann, den haben wir auch schon in dem Dungeon Umarmung der Betrübnis hier im Story-Modus gesehen. Das müsste der gleiche sein. Ja, ich glaube, der hat ein paar mehr nettere Fertigkeiten bekommen. Ja, hoff's doch, schwer. Ja, also zumindest spuckt der lustige Feuersachen. Und lässt Portale aufmachen. Ja. Das ist neu. Genau, das ist neu. Ja, jedenfalls haben wir dann halt eben diese Mission. Die genauen Umstände kennen wir ja noch nicht. Aber das wird sich ja wohl zeigen halt, ne? Also was der Stahltrupp da für eine Mission hat und was da gemacht wird und was für eine Rolle die da spielen. Ne? Das wird ja alles kommen. Ich habe da ja schon zu meine Vermutungen, aber die werde ich dann vielleicht in einem Podcast nächste Woche äußern, was da abgeht.
Was halt ja auch noch hinzukommt oder worüber sich ja mega viele Leute auch auf Reddit gefreut haben, auf den sozialen Plattformen etc., das ist ja, sind ja die Belohnungen oder auch die Reichweite der Belohnungen, was es ja alles zu erspielen gibt. Und das ist ja echt eine ganz große Anzahl. Also da würde ich ja echt behaupten, das übersteigt das, was wir mit einer lebendigen Weltepisode bekommen. Also als an der spielbaren Belohnung. 25 Waffenskins? Ja. Was sind das denn für Waffenskins? Kannst du das Großschwert, Dolch, Pistole, Gewehr und Stab. Genau. Aber es sind halt, so wie es ausschaut, nur farblich Änderungen, nicht effektiv Modeländerungen. Oh, okay, wieso? Woher weißt du das? Es gibt Bilder. Oh, warte. Vorbereitung hier, von meiner Seite. Es gibt ein Bild, das ja. Mikrofon aktiviert. Warte, auf der Webseite von Arne auch. Hier hast du das eine Belohnung, die du bekommst. Metallrüstung und Cape. Ja. Und dann hast du das Schwert von Ryland. Ja. Und das hat rote Flammen und nicht blaue Flammen. Ah, okay. Das ist also ganz fortschrittliche Technologie. Ja. Okay, das heißt im Grunde genommen, diese erspielbaren Skins, also sie haben ja gesagt, das sind pro Waffengattung 4 erspielbare Stufen sozusagen, ja. Oder beziehungsweise halt 4 erspielbare Sachen. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass sich die wahrscheinlich dann nur farblich unterscheiden. Oder man kann sie einfärben, was unwahrscheinlich ist. Meinst du, dass die Technologie schon so weit ist? Nee. Das hatten wir vor 10 Jahren vielleicht, aber nicht heute. Nee, das glaube ich auch nicht. Also was würde als nächstes kommen? Zuerst hier farbbare Rucksäcke und jetzt auf einmal farbbare Waffen, das wäre ja utopisch. Lächerlich. Als nächstes lassen wir einen noch Episoden der lebendigen Welt Staffel 1 mal wieder spielen, das wäre Wahnsinn. Wer kommt da vor was? Ich muss eine andere Art zum Muten finden, wir hören das immer noch. Ich habe auch einen Gedankenfehler gemacht, Uri. Ich habe die ganze Zeit TS gemutet, in der Hoffnung, dass ihr mich dann nicht hört. Aber die einzigen, die mich dann ja nicht hören, das sind ja Nico und Benz Aldehyd. Ja, ich muss den anderen Knopf drücken. Alles klar, danke für den Tipp, aber Uri. Ja, also, okay. Das heißt, wir haben auch lustige neue Waffenskins. Und hier sieht man ja auch, dass wir ein neues Rüstungsset bekommen. Und zwar nämlich die Runenrüstung. Mit, muss man ja dazu sagen, eigenem erspielbaren Cape. Das ist ja auch schon mal eine feine Sache. Aber ja? Was heißt erspielbar hier? Ist es 0,1% Chance wie eine Chuck-Infusion? Oder eine 100% Infusion, wenn man es einmal durchliegt? Das ist die Frage. Also, so wie sich das für mich anhört, wird schon so sein, dass die, dass der Umhang zum Set gehört. Also das heißt, das Set wird irgendwie erspielbar sein, also nicht durch Drops, und der Umhang wird ebenfalls damit drin sein. Also wenn sie jetzt wirklich, das wäre ja so lächerlich, wenn sie jetzt wirklich hingehen würden und sagen würden, jo, ihr könnt euch alles Mögliche hier erspielen, aber den Umhang, den gibt's nur per 0,01% Drop-Wahrscheinlichkeit. Ja, stimmt schon, dass wir im Text auch so zusammengehen. Erwähnt, ne? Ja. Das würde mich auch wundern, wenn das trennt, tatsächlich, ja. Das wäre, also, dann wäre das wieder ArenaNet-Gedankenniveau hier, wie mit dem 2000 Edelstein Warclaw-Skin gegen den erspielbaren Warclaw-Skin. Naja. Wir werden es ja erfahren. Also, so, ein paar neue, also Stahltrupp-Waffenskins gibt es mit unterschiedlichen Variationen, also wahrscheinlich farbliche Akzente. Es gibt die das Runenrüstungsset mit Umhang. Und es gibt noch die Steingipfel-Rüstungsteile. Benz, weißt du denn, wer die Steingipfel-Zwerge sind oder was das für Leute sind? Oh, Steingipfel-Zwerge, hatten die nicht irgendwas mit einem Fraktal zu tun? Nein. Nein, okay. Das waren die Deldrimor-Zwerge tatsächlich. Aber Zwerge. Ja, es waren Zwerge, ja. Nee, also für die Leute, die es nicht wissen, deswegen habe ich auch die Frage gestellt. Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie Benz denunzieren oder sowas. Es geht eigentlich nur darum, die Steingipfel-Zwerge, das sind halt die verfeindeten Zwerge damals gegenüber den Deldrimor-Zwergen gewesen.
Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, es gab zwei große Zwergenvölker. Das waren einmal die Delrimor-Zwerge, die guten Zwerge, die lieb waren, die freundlich waren zu den Menschen und zu den anderen Völkern. Und es gab halt eben die Steingipfelzwerge. Und die waren xenophob, die haben die Schaufler versklavt, die haben versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, etc., etc. Und da scheinen wohl eben passend zu dem Setting, was wir ja so auch mit der Mission bekommen, mit dem großen Schmiedemann, mit dem großen, genau, in Deutschland heißt er, glaube ich, tatsächlich großer Schmiedemann, dass wir da halt eben auch eine Konstruktion der Steingipfelzwerge haben, die da scheinbar in irgendeiner Form eine gewisse Rolle spielen. Ja, und dann gibt es da auch, was ich gesehen habe im Trailer, da gibt es aber nicht die komplette Rüstung, also es ist kein komplettes Rüstungsset, sondern das sind nur Rüstungsteile. Das müssten, glaube ich, Schuhe sein, Helm, Schultern. Und Fuß. Genau, ja, Schuhe habe ich gesagt. Und Handschuhe. Ah. Ich glaube, nur die 4 Stück sind das. Ja, genau. Ja. Genau. Das sind die einzigen, die einzigen Rüstungssets, die es gibt. Also die Rüstungsteile, meine ich, Verzeihung. Genau. Und zu guter Letzt, womit ja auch absolut keiner gerechnet hat, wo sie es ja angeteasert haben, mit halt eben so ein paar Interview-Sachen, so nach dem Motto, jo, wir arbeiten daran, Möglichkeiten zu finden, das irgendwie ins Spiel einzubringen. Ja, es wird 4 Missionen geben aus der lebendigen Welt Staffel 1, die man dann auch mit dem neuen Patch spielen kann halt, ne? Ja! Ja. Man muss ja dann... Freu mich drauf. Hä? Was hast du gesagt, Nico? Ich freue mich drauf, da ich eben noch so viele Freunde habe, aus vor 2 Jahren ungefähr, die nie Season 1 gespielt haben. Und jetzt sehen, wie das damals so war. Ja gut, aber so wie es ja ausschaut, wird es ja nicht die gesamte Season sein. Das wäre ja auch nicht machbar. Nur, die Instanzen von Kanach, Braham und Rox, die allesamt so, naja, waren. Und dann noch die von Scarlet in Tower. Na gut, wobei, erinnere ich mich noch, da haben viele Leute auf die Fresse geflogen. Ja. Aber halt. Also es sind ja im Grunde genommen die Kampfinstanzen, die 4 Kampfinstanzen. Also wie du schon gesagt hast, es ist einmal der Kampf gegen Kanach in der Südlichtbucht. Die Braham-Instanz in Crackstead, also in seinem Heimatort. Da ist ja auch irgendwie etwas passiert, ich glaube mit der geschmolzenen Allianz. Genau, ja. Die haben ja die Neuen entführt, um Waffen zu testen. Genau. Dann Rox in der Verschlingerzucht. Ich glaube im Diessa-Plateau irgendwo oben. Wie hieß das dort? Und links. Nolan-Zuchtstätte. Genau, exakt. Genau. Da, also die Instanz und dann die Kampfinstanz im Albtraumturm. Genau. Am Ende, wo es dann ja gegen diese Kret-Albtraumhof-Mischmasch geht, hier gegen den Hybriden. Genau, gegen, wie heißt der nochmal? Ich spiele das. Enceles, aber genau, Enceles. Der kommt mit dem Fraktal und nicht mit der Instanz. Doch, den gab es auch mit der Instanz. Ja, aber der Name nicht, der Enceles. Okay, gut, okay. Ja, stimmt. Da hieß er ja damals ja noch irgendwie. Albtraumhybrid. Genau, Albtraumhybrid, Nightmare Hybrid. Genau. Das Mini hieß ja auch so. Stimmt. Ja, jedenfalls gibt es da auch nochmal diese 4 Geschichtsmissionen. Höchstwahrscheinlich auch in einer leicht überarbeiteten Variante. Also ich denke, ja, ansonsten wäre es... Das ist mit Breakbars und dem Power Creep. Die sind sofort tot, die Mobs. Stell dir mal vor, ey, das gehst du in diese Kanach-Instanz und die Bomben machen dir nichts, weil du alles am Blocken bist. Sehr gut. Ja. Das schießt doch. Ja, jedenfalls, also ein ordentliches Bündel, was ArenaNet da zusammengeschnürt hat, muss man ja dazu echt sagen. Ich war auch erstmal total aus den Socken. Ich habe wirklich nur gedacht, dass es du halt eben diese 2 Missionen da gibt und das war's. Aber die Entwickler haben sich da wohl nicht lumpen lassen und haben gezeigt, dass sie auch nochmal für ein paar Überraschungen gut sind. Also mich freut's. Also ich bin tatsächlich gespannt und auch so der O-Ton, den ich auf Reddit und auf den sozialen Medien mitbekommen habe, ist tatsächlich auch, dass die Leute sogar teilweise, die das Spiel schon länger verlassen haben, am Überlegen sind, sich das anzugucken halt, ne? Also wie das Spiel zu installieren. Also der Grundton ist dezent positiv, würde ich behaupten. Ja, Staffel 1 ist natürlich ein Hype-Thema, das ist ja vorne die Leute ja schon lange, ne? Ja,
definitiv. Meint ihr denn, dass dann auch so Sachen wie Marionette und auch Siege of Breakmaker, also halt der Endkampf gegen Scarlet, dann vielleicht auch ein Comeback feiern? Jetzt schwer, da das Events waren. Unser größere Event, zwar im Breachmaker. Ja, aber der Bosskampf ja an sich nicht. Ah, nee, Marionette war schwerer an sich, weil Breachmaker war einfach, wenn deine Plattform zu Ende war, hast du gewonnen. Und die anderen Plattformen waren egal. Naja, ist schwer zu sagen. Ja, ich habe den Kampf jetzt nicht mehr zu 100% im Kopf, aber ich meine, man kann es aber sicherlich so machen, dass man daraus, ich sag mal, die so Group-Content macht. Weiß nicht, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber es ist Arbeit, ne? Es ist halt mehr Arbeit, als einfach die Instanz zu nehmen und zu skalieren. Ja, wir werden es ja sehen, was sie da an den Sachen geändert haben. Sky bringt ja auch gerade das Argument rein, hier mit 30 Mann Bosskampf als Strike-Mission. Also ich hoffe, dass die Instanzen Strike-Missions sind. Weil es gibt ja eine täglich rotierende Strike-Mission mit dem neuen Hub. Vielleicht sind die das. Ja. Auch weil das gut, um Leuten, hey, hier, ihr habt das damals gerne gespielt, ihr wollt wieder spielen, hier eine Strike-Mission wäre doch interessant. Und da macht es keiner, weil es zu schwer ist. Und verkaufen die Leute das wieder. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Es würde, also dann, du meinst, dass man dann auch eventuell sogar so weit geht, zu sagen, wenn man daraus eine Strike-Mission macht, dass man tatsächlich auch die Bosskämpfe dann, oder halt eben diese Kämpfe, die auch mit der Episode, also mit Season 1 kamen, dass man die dann auch, ich sage mal, Raid-tauglich macht, in Anführungszeichen. Sehr schön. Ja, wäre definitiv schön. Ja, mal schauen. Also, auf jeden Fall Stahl und Feuer. Das Update, das kommt ja am 17. März. Ist ein gutes Bündel. Kann man sich definitiv freuen. Und wir werden nochmal ausführlich und auch mit Analyse etc. darüber nächste Woche im Podcast nochmal schnacken. Und vielleicht gibt es da auch nochmal im Verlauf der kommenden Tage so das ein oder andere Teaserchen, was nochmal vielleicht so das ein oder andere, die ein oder andere Mission oder den Hub etc. nochmal ein bisschen genauer beleuchtet. Also wir können da auf jeden Fall gespannt sein. Oder? Ja. Wunderbar, sehr schön. Gut, dann gucken wir mal weiter. Also das ist jetzt so mit die größten News gewesen. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch alles Balance-Patch, noch so ein paar Nachwehen, darüber schnacken wir dann gleich. Was uns gestern noch aufgefallen ist, ist, dass es ja derzeit einen März-Sale gibt im Edelstein-Shop. Ne, ich weiß, lausiges Thema, Edelstein-Shop, alles Kacke dort, hatten wir alles schon oft genug durch. Aber nochmal für diejenigen, die es halt eben nicht mitbekommen haben, es gibt jetzt derzeit wieder den März-Sale in Guild Wars 2 im Edelstein-Shop. Das heißt, einen Monat lang gibt es halt immer täglich neue Rabatte für bestimmte Gegenstände. Das ist uns erst leider ab Tag 5 aufgefallen, wie ihr sehen könnt. Ändern sich aber auch diese Angebote immer um 17 Uhr. Und ich glaube, derzeit könnt ihr, wenn das jetzt aktuell ist, den kupferbetriebenen Wiederverwertomat für 600 statt 800 Edelsteine mit einem 25% Rabatt halt erwerben. Ist an sich, würde ich behaupten, sogar so ein Must-Have-Item. Ja, definitiv. Das Ding. Also wenn ihr da ordentlich Materialien, vor allem für einen günstigen Preis, rausziehen wollt, dann kauft euch auf jeden Fall hier den kupferbetriebenen Wiederverwertomat. Und wir werden euch natürlich auch bei aufguildnews.de jeden Tag da ja versuchen, darauf aufmerksam zu machen, was jetzt da der nächste Rabatt ist. Also denk mal auch, dass wieder so Sachen wie Charakterplätze, Bankerweiterungen, Build-Templates, vielleicht auch Build-Templates, ja, das wäre auch eine sweete Sache, dass die dann endlich, also auch halt wieder reduziert vorhanden sind. Mal gucken. Genau, und falls ja natürlich Werbung jetzt wieder in eigener Sache hier, Sellout, falls ihr dann natürlich auch Edelsteine braucht, könnt ihr bei unserem Partner Instant Gaming halt eben 2000 Edelsteine für unter 25 Euro plus einer möglichen PayPal-Gebühr, wenn ihr das über PayPal macht, kaufen.
und uns dadurch gleichermaßen finanziell unterstützen, falls ihr unsere Arbeit, die Arbeit der Guild News Redaktion, was wir hier auf der Seite machen, aber auch was wir hier auf Twitch machen mit dem Podcast etc. Unterstützen wollt. Also falls ihr keine Ahnung, Edelsteine kaufen wollt, dann macht's doch darüber. Und dann freuen wir uns ein bisschen. Dann ist unsere finanzielle Existenz gesichert. Naja, also Wohnung finanzieren wie bei Sputti können wir daraus nicht machen. Aber ja, doch. Wir können damit zumindest die Website aufrechterhalten. Ja, es wäre schon ganz schön, wenn da nicht noch einer draufzahlen muss. Das stimmt, wenn der gute alte Darks nicht draufzahlen muss. Das wäre sehr, sehr sweet. Gut. Wenn wir sowieso schon beim Itemshop sind, wir fangen gleich mit dem Balance Talk an. Ich merke schon, dass meine Gäste ungeduldig werden. eben noch hier kurz halt eben Itemshop Watch bezüglich zwei Skins, die jetzt letzten Dienstag neu auf den Markt gekommen sind. Und zwar nämlich einmal der Maguma Griff und der Maguma Überwurf. Also einmal ein Schulterskin und ein Handschuhskin, der dann halt eben so ein bisschen, ja, so dieses typische Dschungel-Maguma-Feeling halt bekommt. Ja, können uns hier eben kurz das Video mit Auglass angucken, den muten wir aber eben kurz und dann sehen wir hier an seinem schönen Dieb hier, wie das dann, Verzeihung, wie das Ganze dann auch so ein bisschen. Also halt definitiv das Aurora wegmachen soll. Ja, es ist, ja, der Nebeleffekt ist da ein bisschen störend. Also hier dieser leichte, nebelige Lila-Effekt, der kommt von einem legendären Trinket. Also der gehört nicht zu dem Skin dazu. Nicht, dass ihr euch da jetzt wundert. Ja, aber ich glaube, ihr seht das im Grunde genommen ganz gut, was jetzt hier zum Skin gehört. Einfach so, ja, schönes, blättriges. Ich glaube, für einen Druiden oder für einen Waldläufer oder für einen Silvari sieht das ganz schick aus. Na, die Schultern sind sehr schick auf jeden Fall. Die Hände nicht, die sind zu groß. Ja, die sehen halt so klobig aus halt wieder, ja. Ne? Die Handschuhe. Aber ich glaube, das ist halt wieder so die Sache mit Geschmäcker unterscheiden sich, ne? Mein Geschmack ist der einzige richtige. Riskantes Spiel, Nico, was du da spielst. Ja, jedenfalls ganz, ganz schick hier. Könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Ich bin gerade dabei, das vorzuspulen. Hier mit den Dice-Slots etc. Ich glaube, den Leuchteffekt könnt ihr auch färben. Das heißt, ihr müsst das noch nicht mal dann so Maguma-mäßig machen. Sondern ihr könnt das Ganze dann auch halt, ja, wenn ihr darauf Lust habt. Kann man die Arme einzeln färben? Die Arme? Sag mal zu Eis. Nee. Nee. Nee, scheinbar nicht. Aber man kann wohl wieder den Leuchteffekt einfärben. Das ist ja auch etwas, was mal vielseitig kritisiert wurde, dass man Leuchteffekte nicht einfärben kann. Legendäre Rüstung. Genau, bei der legendären Rüstung. Da hat man eigentlich so eine Mütze schon? Ich sehe gerade, da kann man sich ja wirklich so einen Waldläufer mit Mütze irgendwie, so einen Assassin irgendwie mit. Also er zeigt den Hut halt nicht im Video. Bisher. Was denn? Kommt das dann mit dem Hut mit rein? Mhm. Nee. Bilder haben, eine Kapuze. Das Video nicht. Ja, aber das ist doch ein Rüstungsskin, den er hat. Ist das nicht der Orden der Gerüchte-Helm? Ach ja, ist es. Medium? Weil der Überwurf, das sind nur Schultern und Handschuhe. Okay. Ja. Also ich glaube nicht, dass das dazu gehört. Kann nicht flamen, schade. Ah, er muss seinen Charakter wieder ausziehen, sonst erkenne ich das nicht. Ja, so kann man das natürlich auch handhaben, ne? Ja. Gut. Ja, jedenfalls, das ist dann nochmal der neue Gegenstand, der in den Itemshop gekommen ist. Und ich denke mal, dass wir dann so ziemlich alles durchgehauen haben, was so jetzt an interessanten News rausgekommen ist. Oder? Oder habt ihr noch irgendwas im Hinterkopf? Mehr. Nee, jetzt kommt ja der Hauptteil, Nico. Jetzt kommt ja der eigentliche Hauptteil. Jetzt kommt ja das ganz, ganz Große. Und ich glaube, um das adäquat wiederzugeben, gehen wir mal aufs englische Guild Wars 2 Wiki.
Weil da gibt es nämlich die, meiner Meinung nach, die beste Übersicht bezüglich Balance-Änderungen. Schön mit den Icons auch etc. So. Gut. Aber dann gehen wir jetzt über in den Balance-Talk, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich denke mal, wir werden mit dem kleinsten Part anfangen. Das ist der PvE-Part. Und wir werden dann mit PvP weitermachen und wir werden dann vielleicht noch so ein bisschen versuchen, über unsere nicht vorhandenen Erfahrungen im WVW halt zu schnacken. Hört sich das nach einem Plan an? Jo. Wunderbar. Nachdem welche Klasse wir haben, können wir auch direkt drüber reden. Weil zur Ede kann ich auch schon was sagen, was mir sehr gefällt für WVW. Okay. Gut, genau, dann machen wir es folgendermaßen. Wir reden über die einzelnen Klassen. Wir gehen die Klassen einzeln durch und dann immer PvE, PvP und WVW. Und dann machen wir das für jede Klasse durch. Ich denke mal, dass wir so die beste Abdeckung haben. Gut, dann haben wir hier einmal die riesige Balance-Liste mit den ganzen Sachen. Also, es fängt an mit, ja, das sind die ganzen allgemeinen Änderungen, die sind an sich relativ uninteressant. Ja, Structured PvP, da haben wir halt das ist auch die alles. Die Mini-Seasons jetzt im PvP. Genau, die Mini-Seasons gibt es ja jetzt derzeit 2 gegen 2, aber das hatten wir, glaube ich, alles schon letzte Woche im Podcast. Aha, ja, okay. Genau, ich glaube, das wurde alles schon abgearbeitet. Genau, dann fangen wir einfach mal mit dem Elementarmagier an. Elementarmagier im PvE. Nico, was ist, fangen wir mal am besten an, was war die Stellung des Elementarmagiers im PvE, vor allem im Fraktal- und Raid-Setting vorher? Und was ist sie jetzt wieder? Also, wo würdest du den Elementarmagier jetzt vor dem Patch einschätzen? Also, Ele hat wenig Gruppensupport, bis zu fast gar nichts eigentlich. Mhm. Außer von Macht auf dem Tempest. An dem wurde etwas geändert. Tempest gibt nun mehr Macht im PvE, was aber nicht wirklich notwendig ist, außer man spielt ohne Druiden und möchte den Tempest haben. Okay. Sonst hat sich eigentlich gar nichts geändert für Weber und für Tempest im PvE. Mhm. Du hast immer noch eine Power-Rota, die zu wenig Schaden macht für das, was sie machen muss. Eine Condi-Rota, die rewarding ist, gut ist. Also Condi-Ele, Condi-Weber ist definitiv gut. An dem hat sich auch nichts geändert. Du hast nun ziemlich viel Stabilität durch all die ganzen Weave-Skills, also den Dreier-Skill zwischen den Elementen. Mhm. Was auch gut ist im WVW, da ich selber spiele Stab-Ele im WVW. Kein Flame bitte. Aber man bekommt gut Bags. Und dort hilft die Stability sicher auch. Was geändert wurde, das Einzige, was geändert wurde an Ele, sind die Glyphen, die Elementare. Kannst du mehrere gleichzeitig abhaben. Mhm. Anscheinend ist die Elite-Glyphe etwas besser als das FGS. Für Power, okay. Aber halt nur, wenn das Ding crittet. Es hat nicht wie Mesmer-Klone deine Stats, sondern eigene Stats, die nicht optimal sind. Okay. Es hat irgendwie so 4% Crit-Chance, etwas Power, also es ist nicht überragend. Aber anscheinend gut oder dezent. Okay. Also um das nochmal zusammenzufassen, Ele, jetzt im PvE im Speziellen, nichts geändert. Hat sich eigentlich wenig geändert. Ja. Das heißt, der hat halt, den kannst du ja auf 3 verschiedene Art und Weisen spielen, jetzt wie ich das verstanden habe. Du hast einmal ihn auch als Power DPS. Power Weaver, Condi Weaver und Power Tempest. Und Power Tempest und theoretisch oder halt auch, wenn du. Tempest eigentlich. Genau, also halt so Support Tempest einfach. Ja. Heil Tempest auch. Aber genau. Das kenne ich nicht mehr. Genau, oder halt eben Heil Tempest. Ja, also ich kenne einige Gruppen, die spielen mit dem Heiltempest. Ja. Vor allem bei Matthias oder so, weil da sich wohl eben so ein bisschen die Heilung ja besser verteilt als bei einem Druiden.
oder bei einem Heal Renegade. Aber ja, es ist halt, das ist halt so ein Nischenbild halt sozusagen mit dem Heil Tempest oder dem Support Tempest. Genau. Genau. Also im Grunde genommen, PvE ist halt eben der Elementarmagier unverändert, trotz dieser ganzen Änderung, die er ja bekommen hat. Genau. Das einzige Gute, was noch ist, dass Stone Flash ein Minor Trade in Erde und Damage Reduction gibt und nicht mehr Toughness. Das hilft beiden Tanken im Moment. Ah, okay, das ist der Tank nicht mehr irgendwie 1270 Gramm muss, sondern nur noch 4. Das hört sich wirklich nicht schlecht an. Ja. Das Einzige, was ich halt so auch aus dem WVW noch mitbekommen habe, das ist ja, dass halt vor. Also, wie kann man das sagen? Die Zerg-Meta im WVW basiert ja eigentlich darauf, dass man ja versucht, unterschiedliche Klassen so mega krass wie möglich zu stacken. Also Firebrands versuchst ja zu stacken, bis nach Mappen Süd für Support. Du versuchst Scourges zu stacken, um halt eben Conditions Zustände rauf zu klatschen und auch für Barriere und für halt eben Segenskorruption. Genau. Und halt Spellbreaker und aber auch teilweise versuchst du ja auch noch Elementarmagier zu stacken. Das wurde ja. Also, hat Ele für wie viel Schauer auf Downstates, wurde mir immer gesagt, das dann nutzen. Mhm. Aber sonst habe ich eher weniger Eles gesehen damals, als sie noch aktiv waren im WVW. Ja. Also ich habe zumindest immer, auch wenn ich so alte WVW-Videos gesehen habe, habe ich halt immer so Elementarmagier viel in der Backlane gesehen. Und ich glaube, wir können ja auch mal eben ganz kurz bei Wabi gucken. Wabi ist ja mit der größte WVW-Server oder auch mit der bekannteste WVW-Server. Und die haben ja hier auch extra eine schöne Seite, wo Builds drauf sind. Und da können wir uns das ja mal angucken. Die sind natürlich jetzt zwar nicht alle aktualisiert, aber die haben hier auch einmal den Stabweber drin, halt eben für... Moment, eben kurz husten. Für Backline, ja. Genau, für die Backline. Entschuldigung, dass ich übrigens mich zwischendurch immer muten muss. Ich bin noch ziemlich gesundheitlich angeschlagen, was Halsschmerzen und Husten angeht. Deswegen bitte nicht allzu böse zu sein, was das angeht. Ja, genau. Also halt hier als Backlane, als Schadensbacklane haben sie das hier scheinbar drin. Mit, wie du es schon gesagt hast, mit Meteorschauer etc. Alles hier auch auf Marauder, also auf Schaden und ein bisschen Vitalität mit drin. Ne, Moment, doch Vitalität, genau. Ja. Skolarune. Okay, das finde ich interessant. Ja, mit einer Skolarune, um da wahrscheinlich mega viel rauszuholen. Ja, aber zwei Ticks von Retaliation, du hast schon keinen Skolar mehr. Ah, gut. Ja, da, vielleicht setzen sie da viel sehr stark auf den Boon Rip. Ja, und das. Ja. Ja, und dann hat man hier noch die Support-Variante. Und die ist halt, wie man sehen kann, die geht komplett auf Aura, auf Shouts, Tempest und halt auch hier schön mit Minstrel, schön auf Heilung, Boons etc. Also das sind so wohl zumindest halt, ne, laut der derzeitigen Variante halt so die gängigen Support, also die gängigen Builds einfach für ein Elem WVW. Ne, und ich glaube, der hat hier da so ein bisschen das ähnliche Schicksal wie im PvE halt, ne? Ja. Genau. Benz, kannst du uns denn etwas zum Ele im PvP sagen, wie es damit aussieht? Ja, sie haben den Schaden runtergenürft, das haben sie bei allen gemacht, bei allen Klassen insgesamt. Das waren, der ganze Patch war ein großer Schadensnerf im Prinzip, über alle Klassen weg. Ungefähr um ein Drittel wurden viele Sachen genervt. Wenn du den Schaden nerfst, musst du natürlich auch die Heilung nerfen. Das war ja Heilung und Schaden, die irgendwann übereinander angepasst, ne? Ja, genau. Also wird auch die Heilung genervt, sonst kriegst du die Leute halt nicht mehr tot. Das ist das ist ja jetzt ja so ein ganz krasses Problem gewesen, ja, die ersten Tage nach dem Patch. Also ich würde mal so sagen, so ab Dienstag oder ab Mittwoch, weil sich da ja nämlich rausgestellt hat, dadurch, dass ja eben überall diese ganzen Schadensmodifikationen ja angepasst worden sind, aber halt nicht so krass wie bei den Heilungsmodifikationen, dass ja diese Bunker-Builds mega, mega krass gewesen sind halt. Ja, der Nico ist ziemlich hart gewesen, aber den haben sie runtergenürft auf ein vernünftiges Maß. Genau, da gab es ja Hotfix gestern.
Genau. Und du hast halt, es wurde jetzt natürlich viel 2 gegen 2 gespielt. Ist halt immer schön, wenn du einen Supporter dabei hast. Ne? Einen Supporter und einen, der ordentlich Schaden macht. Mhm. Supporter hält alles am Leben und der Supporter, der Damage, die macht ordentlich Druck. Das ist einmal eine schöne Kombi eigentlich. Mhm. Wenn dann einer irgendwie duo-queuen will. Ja. Und die haben da eigentlich auch immer ordentlich ausgehalten, ne? Wenn dann ein Tempest oder noch besser ein Firebrand. Firebrand war meiner Meinung nach noch ein bisschen stärker als der Tempest. Der hat die auch irgendwie am Leben gehalten. Ne? Mhm. Also wenn ich das... Welche Rollen hast du denn im PvP als Ele vor dem Patch spielen können? Generell den Tempest, hatten wir schon gesagt, als Supporter. Okay, also auch in einer, so einer Bunker-Variante? Oder reiner Support? Ja, es gab einen reinen Support und so ein Bunker-Support-Bild. Es gab einen etwas defensiven und einen mit etwas mehr Support. Mhm. Beide Varianten gab es. Es gibt den Viva. Der Viva war viel allein unterwegs, waren viel ein 1 gegen 1. Okay. Der hat relativ lange dazu überlebt, dass du viel ausweichen konntest. Und nebenbei immer viel Feuerschaden gemacht hast. Mhm. Und dadurch hat er seinen Leute halt irgendwann down gekriegt, die Gegner, ne? 1 gegen 1. Und dann gibt's natürlich noch den Fresh Air. Ne? Fresh Air kannst du entweder als Core oder als Viva spielen. Das haben sie, ich meine, das wurde jetzt vorher schon kaum gespielt vor dem Patch. Das haben sie jetzt natürlich nochmal stärker runtergenervt. Fresh Air hast natürlich auch, du hast auch so eine gewisse Defensive reingekriegt, das hast du halt bei allen Worst-Builds, dass du so eine gewisse Defensive reinkriegst, indem du einfach unwahrscheinlich viel Druck auf den Gegner aufbaust und ihn gar nicht in die Offensive kommen lässt. Ne? Ja. Der kommt gar nicht dazu, dich anzugreifen, wenn es gut läuft. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Genau, und jetzt haben sie halt den Schaden allgemein runtergenervt und dann steht der Gegner da irgendwie noch mit halbem Leben und sagt, ja, jetzt greife ich mal an. Okay. Also das heißt, Moment, erzähl ihm zu Ende, dann kann ich ja meine Frage stellen. Genau. Und dann haben sie noch von vielen Instants, ne, sie wollen halt nicht, dass man einfach Instants, du hast, wenn du burstest, kannst du natürlich auch noch alle möglichen Instants einfach mit so zwischen mit reindrücken. Ne. Die haben sie auch enorm runtergenervt, was den Frisch eher... Was meinst du jetzt im Spezifischen mit diesen Instants? Also jetzt so als PvP-Laie, der das vielleicht mit sich anhört? Na, du hast ja Casts im Spiel, mhm. keine Cast-Time haben. Ah, okay. Du drückst und sofort einen Effekt haben. Okay. Und die kannst du halt jederzeit im Spiel mit durchdrücken. Und die hatte der Elementarmagier zu Hauf, oder? Ja, der hatte da einige Sachen dabei und der frisch er jeder. Okay, krass. Aber wie gesagt, der wurde vorher schon jetzt wenig gespielt und der wird jetzt... Entweder kombinierst du mit was anderem und burstest zusammen, dann kann er, ist er wahrscheinlich noch gut, aber alleine haben sie schon jetzt genervt, würde ich sagen. Also hat der Ele, ich sag mal, von diesen ganzen Schadensänderungen im PvP mit am meisten gelitten? Nö, es haben alle gelitten, aber okay. Spezifisch dieses Bild halt. Okay. Tempest kannst du halt so spielen wie vorher und Viva kannst du halt auch so spielen wie vorher im Prinzip. Mhm. Ne, wahrscheinlich momentan sogar noch besser, weil Dots ein bisschen stärker sind und Viva viele Dots macht. Immer 1 gegen 1. Mhm. Ja, krass. Also das heißt, im Elementarmagier einfach generell hat sich wenig verändert an sich, wird eigentlich nur jetzt so ein bisschen geschaut, ne, dass er allgemein so dieselben WWchen abbekommen hat, wie die anderen Klassen ja auch in den kompetitiven Modus. Genau. Ja, gut zu wissen. Irgendwie gibt es noch irgendwas ganz Besonderes jetzt am Ele, was so, ich sage mal, die Spielweise komplett verändert hat? Also das Einzige, was ja wohl teilweise ganz skeptisch angeguckt wurde, das war ja das mit den Glyphen, mit den Elementaren. Aber die sind jetzt durch diese Änderung, dass du ja jetzt auch mehrere Elementare beschwören kannst zur selben Zeit, hat sich da ja wenig verändert, oder? Also auch in den PvP und in PvE. Wird eigentlich nicht verwendet, also noch wie vor nicht. Ich meine, gut, wir haben jetzt gerade anderthalb Wochen, kann ja sein, dass es noch kommt, aber eigentlich. Mhm. Ja, und PvE auch nicht, oder Nico? Nee, also es gibt einen Bug, wo du mehrere haben, also ganz, ganz viele haben kannst. Dann lohnt es sich. Okay. Ja gut, also
Oh, ist das so ein ähnlicher Bug wie damals mit den Silvari-Hounds? Ja, genau, so etwas. Ach du Scheiße, ja. Ja, okay, dann gehen wir mal fest davon aus, dass ArenaNet das vielleicht bei dem nächsten Hotfix dann auch löst. Was noch Gentwohner ist Obsidianfleisch. Ja. Früher hat es dich einfach Invuln gemacht und du konntest weiter angreifen, während Engineer das halt nicht hatte mit dem Elixier. Mhm. Und jetzt ist Obsidianfleisch wie das Elixier kein guter Skill mehr im PvE, weil du einfach in 4 Sekunden nichts machen kannst. Ah, okay, also genau wie das Schrumpf-Elixier, du hast dann, kannst du gar nichts mehr machen. Ja, genau. Das erinnert so ein bisschen an die alte Spielweise von Obsidianfleisch. Also Obsidianfleisch war ja auch ein Skill in GW1 und da war es ja genau das Gleiche. Da hast du dann auch das gecastet, hast da deine mega krasse Rüstung bekommen, womit du eigentlich fast gar keinen Schaden mehr gefressen hast, bist aber dann auch nur irgendwie mit 5% deiner Bewegungsgeschwindigkeit gelaufen. Und bist dann auch nur durch die Gegend rumgeeidelt eigentlich. Das hat man halt bei manchen Elefarms genommen, aber jetzt so ganz krass beliebt war das Ganze auch nicht. Die Raptorhöhle war es, glaube ich, bei Ratasum. Genau, die Raptoren hat man damit gemacht bei Ratasum, die Raptorenbrutmutter. Stimmt, stimmt. Gut, also, Ele ist damit abgehakt, wenig Veränderungen, aber man wird da sicherlich noch in nächster Zeit schauen, wie das Ganze dann alles seinen Platz findet. Als nächstes auf der Liste, und da habe ich ein bisschen mehr mitbekommen, das ist der Holoschmied. Genau. Und im PvE hat sich da ja bei den DPS-Rankings ja ein bisschen was getan. Der Holoschmied, der hatte ja zeitweise eine Phase, das kann ich ja als Raider selbst auch sagen, wo er ja mit einer der Top-DPS-Klassen gewesen ist. Hat dann allerdings ein paar Nerfs kassiert mit einigen Balance-Patches, die dann ihn so ein bisschen ins Abstürzen gebracht haben und die vor allem andere Klassen mega stark gemacht haben. Und jetzt hat er halt wieder mit der Überarbeitung der Explosive-Trade-Line ja so ein ganz kleines Comeback gefeiert und nochmal ein ganz größeres, also nochmal ein bisschen mehr Comeback gefeiert. Vor allem auch durch lustige Exploits, die du damit machen kannst. So mit Weihnachtsglockenrotation und sowas. Ja. Also Pre-Patch, jetzt immer noch vermutlich, glaube ich, kannst du die Heat resetten, wenn du ein Musikinstrument spielst. Das geht halt im Raid oder am Golem, eigentlich überall. Aber ja. Der Patch hat dem Holo gut 4k bis 5k Schaden gegeben. Das bringt ihn endlich wieder in eine sehr, sehr gute Position. Mit 38k DPS auf sehr gutem Level. Meiste kommt mit der neuen Explosive Straight Linie, dass du viel mehr Modifier bekommen hast und Ferocity, also Wildheit, mehr Crit-Schaden. Und Pre-Patch war es so, dass wenn du dich überhitzt hast, all deine Toolbelts, die F1 bis 4, wurden disabled. Jetzt nur noch auf einen Cooldown gesetzt. Damit kann man viel besser arbeiten in der Rotation und gibt Holo wieder Freiheit von Skills, Schaden, ja, alles wunderbar für den Holo. Leute können sich freuen. War auch gut, als ich dann unseren Balance-Discord angeschaut habe, also den Webseiten intern, und drei Holos tagelang Fear recraftet haben. Was könnte er machen? Wo ist das Potenzial? Ja. Und dann sehe ich einmal mit 2 Uhr nachts, wie mir hinschreibt, was ist besser, dieses Video oder diese Musik? Also, welche Musik ist besser? Und der Schaden war 500 höher. Gut. Schön. Ja, man weiß bei Snowcrows, ne, wenn man sich da die Benchmark-Videos anschaut, da ist die Musik immer mit an erster Prioritätsstelle. Also, welche Musik für mehr Ear-Rape sorgt. Nein, nicht bei Snowcrows. Okay. Bei mir schon. Ja, es gab manche, also ich weiß noch zu QT-Zeiten, da war das, da war ganz manche Videos mit. Ja, da war manche Musik echt grenzwertig, also da wolltest du dir das Benchmark echt nur im Stummen angucken. Ja, gut, also PvE habt ihr jetzt Nikos Zusammenfassung mitbekommen. Schaden ohne Ende. Genau, ich fasse es auch nochmal zusammen. Profitiert der Holoschmied mega krass von der neuen Explosions-Trade-Line. Ordentlicher Boost mit drin. Also mit 38k Benchmark müsste er, glaube ich, mit auf Platz 2, 3 sein. In dem Rahmen. Also ich glaube,
Wächter liegt noch irgendwo in dem Bereich. Ja. Chrono ist weit drüber. Ja, genau. Power Chrono, da kommen wir auch später noch dazu. Zombies müsste auch in irgendwo dort sein auf Power. Mhm. Muss man nachschauen. Okay. Das ist gerade nicht mehr auswendig. Ja, du musst jetzt auch nicht alles auswendig kommt können. Schon noch. Und seitens, also die Benchmarks sind alle mit Schwerpistole gemacht. Mhm. Aber Gewehr ist ungefähr gleichwertig. Es gibt auch einen Grafen von uns, der zeigt, wo ist was besser. Du meinst es bei welchem Boss? Nee, auf welchem Zeitpunkt du den phasen würdest. Sind andere Builds besser als andere? Ja, okay. Soweit ich das verstehe. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, also, jedenfalls Holoschmied mit einer, also im PvE, mit einer der großen Profiteure des Patches. WVW weiß ich jetzt gerade noch nicht mal. Wir können ja noch mal hier bei Wabi gucken, was man da überhaupt für den... Also im Zerg spielst du ihn nicht, das ist klar. Genau, du spielst ihn höchstens als Roamer oder... genau, als oder Roamer als, halt, ne? Wie heißt das Ding? Scrapper. Hat ja Content Support technisch was. Ja. Genau, sieht man auch. Genau, ich sehe es gerade. Also hier, klar, das sind natürlich jetzt alles vor dem Patch Angaben, aber damit wir halt einen ungefähren Vergleich haben... Also im Zerg hat man halt dann den Scrapper gespielt und dann auch, wie es ausschaut, nur als Gyro-Träger halt, ne? Genau. Super Speed Stealth. Schön mit Medkit, Purge Gyro, Bulwark Gyro, Elixir Gun halt auch für Condi und so. Ne? Also Sneak Gyro. Hier Polysun sagt gerade, bester Cleanser im WVW gerade. Ja. Ja. Also aber das heißt, der wird wahrscheinlich da im Zerg... Hm? Als Scrapper und nicht als Holo. Weil Holo ist halt. Ja. Verliert gegen Scrapper schon. Ja. Also halt, also scheint wohl so danach auszuschauen, als ob es auch hier mit den Patch Notes seine Condi. Genau, also seine Condi Cleanser Funktion beibehalten wird. Gut. Alles klar. Verzeihung, eben noch mal kurz husten. Hören wir das? Ja, ich kann nicht alles muten hier im Chat. Also so schnell kann ich nicht drücken, wie ich husten muss, ne, Leute? Also entweder der Stream oder ihr müsst das abkönnen. Und entscheidet euch. Stream. Nee. Da kommt jetzt nicht dran vorbei. Gut, also, WVW haben wir auch ganz kurz angerissen. Ich entschuldige mich nochmal, dass wir da nicht zu krass ins Detail gehen können. Aber wenn ihr Anmerkungen für WVW-Balance habt, etc., gerne in Chat reinhauen für die Leute, die jetzt hier live mit dabei sind. PvP, dein großer Auftritt, Benz. Wie sieht es mit dem Ingenieur im PvP aus? Wie war er vorher? Wie ist er jetzt? Genau, es gab eine Holo-Variante. Mhm. Die war, ja, im Prinzip war es so eine Runde. Du konntest mit dem in Duelle gehen, 1-1. Du konntest aber auch in Gruppenkämpfe gehen. Das hat beides einigermaßen gut funktioniert. Und du konntest, genau, und der Scrapper, das war eigentlich eher so ein Bunkerbild, tatsächlich. Mhm. Und es sind jetzt, genau, jetzt die Explosive Team, habt ihr schon gesagt, wurde neu gemacht. Und da sind zwei neue Builds drumherum entstanden, einmal mit Scrapper, einmal mit Holo. Und die sind beide ziemlich offensiv, machen beide gut Schaden. Mhm. Und halten nur wenig aus, ne? Genau. Weil... Der Scrapper ist jetzt ziemlich defensiv an sich. Ja, der wurde. Oder ist er auch da Full Damage? Hat ja auch Trails für Damage. Grapper? Mit Hammer? Ah, Hammer. Mm, ja, der Hammer macht halt viel Schaden. Ne? Der Hammer ist die beste Waffe für Nancy. Bei weitem. Also, was ich halt ja vorher mitbekommen habe, dass. Arena hat ja auch schon in, ich sag mal, im größeren Balance-Patch vorher ja auch schon massiv gegen den Holoschmied. Vor allem gegen ja ein spezifisches Bild vom Holoschmied ja massiv im PvP angekämpft. Das ist ja dieses Bild gewesen mit, wo du auch noch gleichzeitig mega viel Quickness dir selber geben konntest und Stabilität und alles an Boons und so, aber gleichzeitig ja auch noch ordentlich Schaden austeilen konntest. Ja, dem haben sie da die Segen, glaube ich, weggenommen, ne? Irgendwas war da, ja. Das haben sie ja massiv, genau, sie haben ja massiv an Quickness da verkürzt, auch vor allem mit den, mit Runen und Sigillen, die das ja alles noch so richtig schön gefördert haben. Und dadurch ist ja der Holoschmied mega stark geworden. Ne? Ich meine, wenn man sich dann so einige PvP-Streamer anschaut, ich glaube, derjenige, der das am meisten ich sag mal, gestreamt hat, das ist Angels gewesen. Mhm.
Und der hat da ja echt mit manche Scheiße mitmachen können. Also wirklich ordentlich carryen und sowas, ne? Ist das jetzt auch noch möglich oder ist das jetzt nur auf eine andere Weise möglich? Naja, es ist nicht mehr so stark wie vorher, nee, nee. Ich meine, vorher war ja auch, du hast, ich meine, wenn du denn zum Beispiel einen Krieger dagegen, ich meine, er hatte 4 CC, du musstest halt immer, wenn du gegen Hugo gespielt hast, musstest du immer deinen Stun-Break bereit haben, ne? Um den da sofort wieder rauszukommen, wenn er dich da, er macht ordentlich Schaden und CC dich, ne? Liegst am Boden, der kloppt auch nicht rauf, ne? Und dann willst du halt wieder rauskommen. Ah, krass. Also, es ist immer noch der Fall, dass man da, wenn du jetzt auch noch jetzt gegen den Holoschmied kämpfst, da immer am besten einen Stunbreak direkt ready hast. Ja, ich meine, CC hat er natürlich immer noch, aber ich meine, ne? Er ist halt nicht mehr so stark wie früher. Und ich sag mal, wenn du mit dem Krieger vergleichst, Krieger hat ja auch die 1 gegen 1 Situation, du musst halt auch ordentlich rotieren, ne? Mit dem Krieger musst du halt gucken, dass du irgendwo an dem Rand in dein 1 gegen 1 kommst. Mit dem Holo bist du ins 1 gegen 1 gegangen, kommst aber auch in den Gruppenkampf, ne? Du musst es halt nicht. Du warst halt viel flexibler, ne? Und fragst dich halt, okay, wo sind die Einschränkungen dieser Klasse, ne? Und das hat den halt so stark gemacht, dass er halt alles ein bisschen, ne, dass er halt alles einigermaßen konnte. Och. Ja, krass. Also im Grunde genommen ein bisschen was gekürzt, aber halt immer noch, ich sag mal, vor allem da durch die Explosionsänderungen etc. Immer noch solide halt, ne? Also kann man noch mitspielen. Ja, absolut. Hier, Brudis Hand schreibt gerade, genau, die gibt man nur Schaden. Stimmt, das, genau, das haben sie bei vielen gemacht, dass sie die bei harten CCs die Dings einfach runtergenommen haben, den Schaden. Ja, da gab es ja auch so mega krasse Memes auf Reddit, wo dann ja noch in der Beschreibung aber steht, beispielsweise beim Gravity Well, Oh makes ja. tremendous damage. Und Piepsi. dann am Ende hat man aber nur irgendwie 7 Schaden gemacht oder so. Mit dem Ja, letzten aber Puls. ich meine, ja, es ist. Ja, kann man sich drüber streiten, ob man wirklich null Schaden stehen muss, ne? Oder ob da nicht zumindest ein paar hundert kommen können, aber es waren schon echt starke Sachen, ne? Muss ich sagen. Wenn du halt den Gegner damit im Stun gehalten hast und 100 Euro Schaden drauf gekloppt hast. Ja. Ja gut, aber Arena hat ja gesagt, dass sie da, weil das ja auch mit einer der größten Kritikpunkte gewesen ist, ja, im Feedback gegenüber, also im Feedback bezüglich des Balance-Patches, dass sie die Sorge haben halt, ne, dass es eine zu krasse Klassen, also so, ich sag mal, eine krasse Trennung gibt. Einmal jetzt zwischen Schadenskills und zwischen CC-Skills. Und dass es wirklich heißt, konsequent, CC-Skills dürfen keinen Schaden mehr machen. Und da hat aber ja, ich weiß nicht, ob das Ben P gewesen ist oder ob das hier Cale Kayhan gewesen ist, der aber gesagt hat, nee, die wollen diese Faustregel so nicht einführen. Sie wollen halt wirklich für jeden Skill schauen, wie macht es da am meisten Sinn, welchen Schadensmultiplikator sollte er da haben, etc. Genau, und dass sie da noch auch weiterhin am Testen sind und dass da auch natürlich weitere Änderungen in der Zukunft kommen werden. Das heißt also, vielleicht wird dann der Gravity Well zwar nicht mehr tremendous Damage machen, aber doch ein bisschen mehr Damage am Ende. Bitte. Naja, genau. Was man ja schon früher irgendwann mal gemerkt hat, ne, wo es schon, das hat jetzt nichts mit Patch zu tun, das war schon vor dem Patch, ist die Krieger-Elite. Ich überlege gerade, wie die hieß, der Koloss oder der Shadow Mutants. Rampage? Genau, Rampage, richtig, danke. Kein Thema. Damit hat er halt ordentlich Schaden gemacht und auch ordentlich CC gehabt. Und ja, also, wenn ein gegnerischer Krieger ihm einen Patch gezogen hat, wenn er nicht kurz davor war, down zu gehen und man ihn nochmal jetzt killen kann, bin ich halt weggelaufen, ne, weil der killt dich halt. Wenn du als Sieg da irgendwie neben stehst. Ja. Da kannst du halt einfach weglaufen, warten, bis das Ding ausläuft und dann wieder hin. Ne? Super. Ja, wie Yay. gesagt, das kam nicht im Laufe des Patches, kam schon davor. Aber das ist ja. Okay. Ist halt damit vergleichbar, ne? Dass du von CC-Skills die den Schaden runternehmen. Ja. Ja gut, wir werden ja mal toben, bitte. Wir sind hier immer noch in Deutschland. Oh, also heißt das wirklich toben im Deutschen? Glaube, es Vermute heißt schon. tatsächlich Toben, ja. Alter Falter. Jetzt bin ich kurz am Überlegen. Hieß der Skill auch in GW1 Toben? Weil Rampage gab es auch in GW1, aber ich weiß nicht, ob er da. Scheiße, er hieß. Der hieß auch da Toben, glaube ich. Ei, Gilt nur Karamba. aus Kritisch. Toben. Gilt was zwei? Gemeinsam toben? Nee, Moment. Wir machen das hier live, Leute. Guild Wiki, gucken wir mal hier. Schön. Was? Toben. Nee, nur gemeinsam toben gab's. Ah, Gott sei Gott sei Dank, Dank. okay.
Ich hatte schon Schiss, dass das wirklich Toben heißt, auch im GB1. Meinst du, Toben klingt so süß? Ja, es hört sich so, hey, hast du Bock zu toben? Oder ja. Irgendwie sowas. Oder kabbeln. Hätten die auch gleich kabbeln nennen können. Oder rangeln. Alter, stell dir mal vor, das Ding würde rangeln heißen, ey. Dann wäre aber Donau Ahoi. Ja, also. Dann sind wir, glaube ich, auch mit dem Ingenieur durch. Hat es jetzt nicht so schlimm getroffen. Gucken wir mal, wie es da weiter verlaufen wird. Auf der nächsten Seite haben wir den Guardian. Ah, Wächter. Genau, alles so zwei Dinge. Also es gab Trade Changes und Änderungen am Langbogen. Ja. Das meiste ist wirklich nur Drachenjäger im PvE. Ja, ist ja auch mit das Stärkste gewesen halt, ne? Ja. Also. Der Langbogen wurde gebufft, aber nicht genug, damit es im PvE relevant wäre. Gott sei Dank. Ich möchte keinen Langbogen sehen. Nee. Dann der gute Elite-Skill spürt meinen Zorn, der dir Quickness gibt und Wut wurde etwas genervt, aber bei weitem nicht genug, weil momentan kann man einfach vier Wächter in einer Gruppe haben und eine Renegade, um eine Permanent Quickness, kann man später immer noch oder jetzt immer noch. Daher ist an dem Meta-Teil nichts wirklich geändert worden. Also das heißt, es ist immer noch möglich. Sieben Wächter oder sechs Wächter, ja. Genau, Moment, mit sechs Wächter. Also du musst jetzt sechs Wächter haben. Also mit sieben wärst du halt ohne Klonung. Das funktioniert oder hat funktioniert, okay. Aber es war nicht sehr schön. Okay. Und mit sechs Wächtern und einem Kloner mit dem Signet war es halt Perma-Quickness. Und müsste immer noch Perma-Quickness sein. Also wurde das nicht wirklich. Also sie wissen es anscheinend, aber sie wissen es nicht, wie fixen. Oder also, wie man das ändern sollte. Es geht ja primär darum, dass für die Leute, die das vielleicht im Raid-Kontext nicht wissen, dass bei manchen Bossen, wo du halt sehr viel Power-Damage benötigst, sowas wie bei Samarok oder Gorseval, aber auch bei anderen Bossen, die halt eben sehr poweranfällig sind, dass es da, um halt eben möglichst schnell viel Schaden zu machen, dass man dann ja gar nicht mehr auf, ich sage mal, zwei Chronos gesetzt hat, um eben halt hier Quickness und Alacrity aufrechtzuerhalten, sondern dass man wirklich halt eben diese Dragon Hunter gestackt hat. Oder Firebrand. Genau, oder Firebrands mit dem Elite-Shout. Und dass man dann halt eben noch mit Siegel der Inspiration einfach für alle Leute diese Quickness halt konstant hochpushen konnte. Aber mir war gerade, ich war mir gerade unsicher, ob das wirklich nur mit 6 geklappt hat oder hat also, sie auch mit 5 geklappt? Es geht mit 7 Wächtern, waren ein paar müssen ein Firebrand sein. Okay. Und wir haben es mit einem Rekord so gemacht, dass wir nur noch Wächter hatten ja. Und zwei Firebrands dann wieder, ja. 5 DH in einer Gruppe und zwei Firebrand in der anderen. Und alle haben Panic Fitness. Oh, ziemlich, das stört mich als Main Chrono ziemlich. Benutzlos. Ja, vor allem, die verlieren halt wenig Schaden, ne? Ich meine, ansonsten nimmst du halt. Dragon Small ist halt nix. Und Elite-Skill auf dem Firebrand ist auch. Manta ist nicht sehr gut. Ja. Prolly, das macht man tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit Full Power. Das heißt, du musst dann auch nicht mal irgendwie Diviner mit haben oder ja. Sowas. Wenn du 5 hast, also wenn du 4 hast, geht's Perma. Mhm. Und wenn du einen Firebrand hast, der hat eh noch andere Trades für Quickness, da ist es free. Ja. Also, das heißt, die können halt wirklich komplett ihren Schaden rauskloppen und können nebenbei für sich selber und für die Gruppe Perma-Quickness geben. Und das war halt ein ganz großes Problem, weil du halt damit mega viele Bosse halt eben cheesen konntest. Und das ist halt trotz dieses Nerfs immer noch möglich. Weil das Problem ja. Ist ja, dass sie haben zwar die Quickness-Zeit, also es gibt, das waren ja vorher, glaube ich, 7 oder 10 Sekunden. 10, ja. 10 Sekunden. Nee, 8 waren es. Genau, und das haben sie jetzt auf 5 reduziert, aber sie haben ja gleichzeitig im PvE ja auch jetzt die Wiederaufladezeit ja reduziert. Ja, um 10 Sekunden reduziert. Genau. Du verlierst 2 Sekunden Quickness mit 4 Wächtern. Oder jeweils 8 Sekunden Quickness mit 4 Wächtern. Ja. Wenn du halt einen Klone hast, dann geht es immer noch. Oder ein Firebrand. Ja, ja genau. Also das heißt, es ist immer noch verdammt stark und muss man halt nochmal schauen, wie ArenaNet das handhaben wird.
Vielleicht Fitness sollte ja bleiben auf dem Chart. Es ist ja eigentlich ein alter Tome-Skill. Genau. Von damals. Der hat nur 2 Sekunden gegeben damals, aber ja. Ja. Geht. Dann der relevanteste Trade Change ist in Virtues. Mhm. Tugenden. Dass man nach dem Aktivieren von Tugenden, glaube 20% mehr Damage hat für 6 Sekunden. Das hilft Wächter ziemlich bei Bossen, wo man Boon Deep spielt. Also Adina, genau, Mozart, Adina, Overseer. Mozart, Overseer und Matthias spielt man aber keinen Dragon Hunter. Davon nimmt man die Aegis wegen der Aura. Weil ja, genau. Da würde es nicht funktionieren. Genau. Und es ist sowieso Matthias, da spielt man jetzt Renegades. Ja, da spielt man. Spielt man da. Ja. Wenn man würde jetzt Renegades spielen, weil er so broken ist. Achso, Renegade ist jetzt besten Slot bei Matthias? Vermutlich stark. Okay. Also, wir wollen Dinge testen. Oder die Gilde will Dinge testen, ich nicht. Ich will nichts mit der Gilde zu tun haben. Also, ich war in Guild Wars 2 für eine Woche nicht mehr online. Oha. Ich habe nicht mehr Max allein. Und es fühlt sich gut an. Oha, Nico, Alter. Nicht, dass du jetzt hier wie Rucker das abziehst. Mit Shiva Hardstack. Was haben wir sonst noch? Der Speertrade, Big ja. Game Hunter, wurde auch verlängert in der Duration und wurde verbessert vom Schaden her. Ja. Also auch das hilft dem Schaden des Drachenjägers. Sonst ging es nur bergauf. Ein Bugfix hat 10% Schaden genommen von dem Mächter. Okay. Der eine Trade hat immer noch die Funktion, dass es 10% mehr Schaden gibt, während du auf Großschwert bist. Für den ganzen 3 Monate. Das haben uns jetzt endlich geändert. Okay. Es geht jetzt runter wegen einem Bugfix, dann wieder hoch wegen Trade Changes. Okay. Sonst, in Firebrand, der Minor Trade, dass wenn du Quickness hast, du Stats bekommst, wurde geändert, so dass du keine Toughness mehr bekommst, sondern Vitalität. Das hilft auch den Tanks wieder. Mhm. Wait. Ich kann mir Ringe wegschmeißen. Shit. Also auch ein Garden hat sich nichts groß geändert. Also nur Schaden hoch, Schaden runter, aber keine Änderungen am Spielstil. Das heißt immer noch, wir hatten ja das vorhin eben kurz mit DPS-Rankings, ist immer noch auf jeden Fall mit im oberen Rand dabei, der Dragon Hunter. Ja, wenn ich kurz genau. spicke auf unserem Wächter-Channel. Und wahrscheinlich auch für Fraktale Base genau das gleiche. 38,4. Power Virtues Dragon Hunter 38,4. Ja, das hört sich immer noch so sehr solide an. Ja. Ja. Genau. Firebrand hat halt nichts geändert, um schauen. Genau. Weiß nicht, wo der liegt gerade. Aber auch ungefähr 36 müsste es sein. Mhm. Alle. Ja, also. Wie Pre-Patch Firebrand. Und Schaden hoch. Ja. Ja gut, ist halt so eine Sache. Aber wie gesagt, PvE, da hat sich ja im Gegensatz zu den anderen Spielmodi ja noch relativ wenig verändert. Also ich glaube, in den meisten Fällen werdet ihr auch, ja, halt auch heute jetzt mit unserem Balance Talk viel hören halt, ne? Es ist, dass sich da wenig im Ranking geändert hat halt, ne? Also, ja, mal schauen. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Aber dann lassen Sie mal direkt ans PvP rangehen. Benz, wie sieht's aus mit dem Wächter und seinen Spezialisierungen im PvP? Was ich, also was ich ja persönlich weiß, ich als PvP-Laie ist, Firebrand Bunker war geil. Das war Meta-Build. Das hast du im Idealfall in jeder Ranked-Runde gehabt. Genau, der war ziemlich stark als Supporter. Ja. Und war jetzt immer noch stark, ne? Vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Echt? Nach dem Patch und den... Ja, gefühlt schon. Wie kommt das halt denn? Dadurch, dass halt auch alle mehr Puffer haben, ne? Der Lebenspuffer ist... Also ich meine, du hast halt den Schaden runtergesetzt und du hast die Heilung runtergesetzt. Ja. Das heißt, du hast... Statt den, Sorry, wenn ich da zwischengrätsche, weil mich persönlich interessiert das halt auch, ne? Damit ich auch die Zusammenhänge verstehe. Also das heißt im Grunde genommen, mit mehr Puffer meinst du, dadurch, dass ja weniger Schaden gemacht wird und weniger Heilung rauskommt, haben aber die Leute trotzdem dennoch Zeit... schneller halt oder angemessener zu reagieren halt, ne? Ja, klar. Und die Kämpfe dauern natürlich auch länger, ne? Und ja, ich sag mal, wenn du 20.000 Leben hast und der Gegner 2.000 Schaden macht,
hast du halt quasi weniger Lebenspuffer, als wenn du 20.000 Leben hast und 10.000 Schaden ist. Ja. Geht halt langsam mal runter. Und irgendwann übersteigt der Schaden mal den Wert des Lebens und dann ist der Typ tot und ja, jetzt hast du halt auch mehr Zeit zum Heilen, ne? Und dadurch sind die auch noch stärker geworden ein bisschen. Ja. Aber wie gesagt, das haben sie heute Nacht auch schon gepatcht. Du konntest den Firebrand aber auch gut als Damage-Dealer spielen. Wie der Name schon sagt, der hat halt gut mit Burnstacks um sich geschmissen. Habe ich auch mitbekommen, ja. Genau, das haben sie heute Nacht auch gepatcht. Genau, konntest du mit dem Guardian noch den Classic Burnguard spielen, mit Core. Mhm. Sieht man auch manchmal momentan im Ranked. Da haben sie aber, soweit ich gesehen habe, nichts geändert. Wie sieht das denn aus mit diesem Dragon Hunter Trapper Meme-Bild? Das habe ich. Ich hab eine Zeit lang meine Daily Rotation, was ich so in GW2 mache, die hat sich ja viel verändert. Und noch so vor einem Jahr habe ich auch tatsächlich, wo ich da mal so mitbekommen habe, dass der PvP mega viel Gold rausbekommt, wenn du die Season spielst, habe ich dann ja auch immer so Daily PvP-Matches gespielt. Und ich habe dann immer so diesen Meme-Dragon Hunter gespielt, ne? Schön mit Bogen und Großschwert und dann immer deine Traps da auf die Capture-Points gelegt und geschaut, dass du da halt eben durch die Traps und durch deinen Schadensoutput da die Leute wegnukst und so. Ist das immer noch nur möglich im PvP oder wurde das auch massiv eingeschränkt? Ja, es geht immer noch, machst natürlich ein bisschen weniger Schaden, durch das gesamte Schaden gesenkt wurde, ne? Mhm. Aber das Bild war eigentlich nie so richtig gut, ne? Also das Bild war bis dahin gut, wo du denjenigen zum ersten Mal gekillt hast. Dann wusste es halt, hat drauf geachtet, ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie es im unteren MR-Bereich ist. Ich glaube, da geht wahrscheinlich mehr mit, aber. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich war ja auch im unteren. Ich war ja auch in Silber unterwegs, teilweise in Bronze. Ich meine, gut, ich als Dieb muss mir halt immer mal in meinen Rausporten, ne, meinen Shadow Step einfach aufheben, ne? Und dann bin ich halt auch wieder draußen, ne? Wenn ich schnell genug reagiere. Und dann steht er halt ohne Fähigkeiten. Dann hat mir eine Fähigkeit ganz viele vom Dragon Hunter ausgekontert und. Ja, es ist halt. Ja, wenn du Leute hast, die wenig aushalten, ich meine, gut, ich glaube, im unteren MR-Bereich, da spielen die Leute auch relativ offensive Builds, ne? Glaube ich. Weil. Kommen frisch aus dem PvP und ja, was packe ich an? Ja, Berserk-Amulett, ne? Packe ich mal Berserk-Amulett ein. Mhm. Dann sterben die halt auch schneller und so weiter. Ich glaube, du meinst PvE. Genau, kommen frisch aus dem PvE und spielen teilweise sehr, sehr offensive Builds einfach. Ja, die Schaden machen. Wahrscheinlich auch, um ihre Dailies eben durchzukloppen und alles, damit sie da ihre Tränke bekommen und fertig alles. Also auf hohen MR war das eigentlich immer nicht so das Ding. Okay, gut, aber man muss ja auch die Seite beleuchten halt, ne, also ja. Können ja nicht nur immer die besten Builds sein, sondern immer dann auch so ein bisschen so Nischenbuilds und so. Das ist richtig. Also Dragon, also beziehungsweise halt Wächter, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, hat halt auch so ein bisschen durch die Balance-Sachen gelitten, generell dieses selbe Phänomen, was wir mit allen Klassen haben. Schaden ist runtergegangen, Heilung ist runtergegangen, aber zumindest laut deiner Wahrnehmung ist es immer noch so, dass sowas wie ein Bunker-Firebrand immer noch sehr gut funktioniert. Ja, momentan funktioniert auch Kondi, also allgemein funktioniert, will ich mir an Kondi momentan ein bisschen besser als Power, einfach weil Kondi ein bisschen stark ist momentan. Genau, das ist ja aber dieser allgemeine Aspekt, dass ja PvP Kondi derzeit generell stärker ist. Naja. Okay. Genau, Uri sagt schon, man sollte nie früh Bersi spielen. Ja, es ist halt. Ja, gut, wenn du früh Bersi spielst, dann musst du halt, entweder musst du sehr gut spielen, dass du deine Fähigkeiten sehr gut einsetzt und sehr gut kaltest, ne? Oder du musst halt den Gegner so unter Druck setzen, gleich von Anfang an. Und dann mit CC und Damage, dass der halt nicht in die Offensive rankommt. Ne? Also im WVW, wenn ich da meine Dailies machen will, da reicht auch mein Power Chrono aus dem Raid. Also damit kriege ich auch noch die Camps gecatchert, aber ich glaube nicht, dass das der Anspruch ist von Leuten, die da wirklich in den Spielmodi kompetitiv unterwegs sind. Hm. Ja. Genau, Brudis Hand schreibt schon, ne, wie das jetzt aussieht mit 30% Damage Reduction. Ich glaube, es ist immer noch ähnlich, ne? Du stirbst halt nicht mehr ganz so schnell, aber ich meine, gerade mit dem Guardian, wenn er wirklich. Wie viel hat er irgendwie? Ich glaube 11.000 Leben oder was? Ja.
Ja, da hat relativ wenig Leben. Ja, es ist halt nicht die Menge. Ich sag mal, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie die Verhältnisse heute sind, aber ich bin damals mit dem Dieb, habe ich auch Bersi gespielt. Der hatte genauso viel Leben wie der Wächter. Und bin irgendwann auf Marodeur umgestiegen und dadurch habe ich halt 10% weniger Schaden gemacht und einfach 50% mehr Leben gehabt, ne? Das ist halt eine Menge. Und ja, wenn du halt irgendein krasses, ausgefallenes Burst-Build spielst, wo du sagst, okay, jetzt die letzten 10%, ne, die brauchst du halt aber noch. Ja, und du gut spielst, gut kiten kannst, gut mit deinen Fähigkeiten umgehen kannst, halt einfach gut gucken kannst, dass du wenig Schaden kriegst. Ja, den kannst du es mal machen, aber sollte man nicht mit anfangen. Ja. Ne, also da lohnen sich die 50% mehr Leben halt schon, definitiv. es ist ja generell dieser Kompromiss, den man ja im WoW eingeht, wenn du da schon Schadenssachen spielen willst, sei es im Zerg oder sei es eben übers Roaming, dann spielst du halt nicht Full Berserker, sondern immer Marodeur oder Marauder halt im Englischen, weil du dann einfach ein bisschen mehr Leben hast und du dadurch die Chancen verringerst, dass du direkt weggenukt wirst durch Ja, genau. bestimmte Ich Dinge. glaube, im WVW ist der Schaden sogar noch höher, ne? Weil die Werte einfach insgesamt höher sind, ne? Durch Ausrüstung. Genau, dadurch, dass du ja Ausrüstung hast, Infusionen etc., die hast, das hast du ja alles gar nicht Genau, im das PvP. ist ja so noch schlimmer, ja. Ja, genau. Gut, WVW können wir halt so, also das Einzige ist halt eben, WVW ist halt Banker, also halt der Firebrand, der Support Firebrand ja besten Slot gewesen. Das war halt ein absolutes Must-Have. Das ist immer noch, hat sich ja nichts geändert an dem. Genau. Ja, gut ist ja immer Hast noch mehr klar. Leben der Firebrand jetzt, wenn weniger Taschen ist. Und that's it. Genau, also es wird immer noch mit besten Slots sein als Support-Klasse. Firebrand, die waren ja dafür verantwortlich, wirklich zu cleansen mit Stabilität zu geben, Segen zu geben oder aber auch Schadensbuffs zu geben. Also da wird sich halt nicht viel geändert haben. Es war ja aber auch mit die ganz große Diskussion. Also das hatte ich ja auch wieder im Balance-Podcast, nicht im Balance-Podcast, sei ich schon im Feedback-Thread mitbekommen, dass die Sorge gewesen ist, wenn man eben halt den Scourge ja in seiner Boonrip-Fähigkeit einschränkt, weil dafür wurde ja der Scourge mega viel kritisiert, der Pestbringer, dass man dann automatisch aber auch die Segen halt vom Firebrand und halt sein Output da massiv einschränken muss. Und da hat ArenaNet ja gesagt, oder halt auch Cale Kane hat ja dann dazu gesagt, heißt eigentlich Kalen oder Cohen? Spreche ich ihn falsch aus? Cale Cohen oder Cale Kane? Was? Der PvP-Entwickler, der Wie Balance-Entwickler, wird er genau. geschrieben? Ich Ah, weiß es der tatsächlich wird. nicht. Ich meine, dass er entweder so geschrieben wird oder. Du Oder fragst mich so. Dinge. Ich meine, dass Sag unseren einfach Kohen meint, ja? CMC, aber ja. Cohen wäre das dann. Ich sag jetzt, okay, ich mach's jetzt Aber WoW, ich sag Kane ist weird. Kann ja CNC. Ja, genau, ich sage jetzt einfach CMC. Also, CMC meinte dann ja auch, dass man das dann erstmal unberührt lässt, aber dass man halt eben auch als längerfristiges Ziel tatsächlich ja hat, vor allem in den kompetitiven Modi, dass man halt nochmal so ein bisschen an den Segen arbeitet und ja, wie auch Segen verteilt werden und so. Das wurde ja angedeutet, aber das sind halt alles so Entwicklungssachen, die werden halt ein bisschen länger brauchen, dass man das dann balancen kann. Aber es sind so langfristige Ziele, die man Ja, sich da es werden ja wohl. sowieso noch zu den Sachen auch mehrere Nachpatches kommen. Der erste kam jetzt schon, der, ne? Ja, Der es grob genau. gemacht hat. Und ich meine, wenn du so viel mal änderst, dann kann halt nicht alles mit mal stimmen. Genau. Wird vom Groben ins Feine sowieso noch mal nachgepatcht. Ja. Mit der Zeit. Ja, definitiv. Das muss aber auch so sein. Und das ist auch ein gutes Zeichen dafür, Ja. dass ArenaNet das alles auch noch auf dem Schirm hat. Weil damit wissen wir auch, dass das Spiel halt auch noch nicht seine letzten Atemzüge tätigt, wie das Nee. viele Doomsayer ganz gerne mal verbreiten. Spiel ist tot. Ja, genau, Nico. Spiel ist tot. Alles klar. Podcast ist beendet, Leute. Das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Bitte nochmal abonnieren zum Schluss, Jetzt kommt ne? das Beste erst. Ah. Hä? Jetzt kommt das Beste dran vom Patch. Ja, jetzt kommt. Ja, weil das deine Lieblingsklasse ist. Das Ja. weiß ich doch, Nico. Also, nächste Klasse.
Mesmer ist tatsächlich auch meine Main-PvE-Klasse. Also, Mesmer hat nur zwei Dinge bekommen, die relevant sind. Aber es ist massiv. Okay. Der Trade, der Großschwert-Trade in Domination, Dominanz, mhm. Dominanz, wurde geändert, ist jetzt ein Trade im ersten Tier und ging von du beschwörst zwei Berserker und cripples mit jedem Skill zu dein Großschwert bounce zweimal zusätzlich, also die Mirror Blade, und du beschwörst zwei Berserker, die weniger Schaden machen. Das ist ein Trade, der einfach runtergeschoben wurde und ein neuer Trade wurde erschaffen. Der neue Trade war bei Release 25% mehr Schaden für dich und deine Phantasms. Ja. Was der beste Damage Trade im PvE war, bei weitem. Also der nächstbeste war Bolt to the Heart. Ha. Das ist 10% mehr Schaden. Und dann hast du 25%. Das ist so. Wer auch immer den Trade gemacht hat, ja, keine Ahnung. Ja, das ist mega lächerlich gewesen. Da kann ich noch vielleicht eine kleine Geschichte von mir aus erzählen. Und zwar, als ich mit meiner Static Raid Gruppe, Grüße gehen übrigens raus hier an die Gilde Utz, ne, für die sie vielleicht mal gesehen haben. Wir suchen übrigens auch noch Leute, also falls ihr Bock auf PvE Raid habt und auch Erfahrungen habt und sowas und auf geile, sweet Kills aus seid, dann meldet euch bei mir, alirika.1902 Discord oder sowas, ne? Schön mit Bewerbungsformular etc. Meine Sekretärin kümmert sich drum. Wir haben dann halt eben unseren restlichen Clean gemacht am Dienstag und haben hatten dann Jörn von den Lucky Noobs mit dabei und Goodlife. Ja, Goodlife auch hier in der Community mit unterwegs. Grüße gehen da auch nochmal raus. Und die beiden haben Power Chrono gespielt. Und die beiden, die haben die DPS-Rankings so dermaßen hart gerockt. Klar, man muss dazu sagen, die beiden sind unglaublich gute Spieler. Also Jörn mit auch einer der besten Mechanical-Spieler von den Lucky Noobs, hat auch ja mit das ERP gewonnen und alles. Was ist der Ingame-Name von ihm? Also, Mai Betarona ist, glaube ich, der Holoschmied von ihm. Oder sein Krieger. Ich weiß es okay, nicht. Okay, dann weiß ich, was ist. Ja. Also auf jeden Fall auf Top-Spieler und alles. Und der hat halt rasiert. Du konntest da halt nicht an ihn rankommen und auch nicht an Goodlife als Power-Krone. Das war schlichtweg unmöglich. Weil die einfach so viel Schaden gemacht haben. Sogar als Dragon Hunter hast du halt mega gelitten. Das waren teilweise 5k DPS-Unterschied zwischen den anderen Spielern. Und wenn's man muss dazu sagen, die anderen sind ja trotzdem mega gut gewesen. Also wir haben auch, unsere Spieler sind halt, außer dass sie manchmal ein bisschen lappig sind und manchmal ganz gerne Mechaniken verkacken, weil die am Rumgreeden sind, wie nichts Gutes, sind das halt trotzdem mega gute Mechanical-Spieler und so, ne? Und die haben trotzdem, sind nicht rangekommen, weil der also, Chrono einfach so stark gewesen ist. Ja, also nach dem Patch war der DPS von also erstmal, Großschwert ist tot. Da muss ich auch, dass Mirror Blade Change eigentlich irrelevant ist für PvE. Mhm. Dass der sich jetzt mehr bounced und mehr Schaden macht und einen coolen hat. Aber Fokus ist durch einen neuen Trade so viel stärker geworden. Das ist witzlos. Also er war bei 43k oben, Power Clone. Ja. Die Endnummer, nicht der Burst. Der Burst ist immer noch gerade bei 53 momentan. Und das ist halt geil. Arndt hat dann gemerkt, ups, sie haben einen Fehler gemacht, haben den Trade auf 15% runtergeschraubt. Ja. Es ist immer noch der beste Damage Trade im Spiel, aber ja, balanced. Noch nicht gut, weil Chrono hat immer noch die Sache, dass er halt Time Warp hat. Und Time Warp ist bei 7 Chronos genug, um Perma Quickness zu haben. Mhm. Bei manchen Bossen, nicht bei allen. Mhm. Also, Gravity Well macht auch keinen Schaden. Also, es ist nicht relevant für deinen Schaden am Golem oder an einem Raid-Boss. Nur nice to have. Und Time Warp ist halt Time Warp. Ja, definitiv. Also, im bisherigen Patch hatten wir es so, dass Drachenjäger die Chronos. Drachenjäger-Stack war etwas besser als Chronos-Stack. Aber jetzt ist Chronostack das so viel besser als alles andere, dass ja, wir zurück sind bei der Meta von 7 Chronos. Und ich weiß 7 Mech, ne? Ja, krass.
Also im Grunde genommen, Chrono, PvE, der große Gewinner des Patches. Ja, also bei manchen Bossen wirst du leider auf Illusions zurückgehen müssen und du fährst du ungefähr 7k Schaden. Also nur Sabir, im Meta-Szenario, nicht bei Packgruppen. Ja, genau. Vielleicht nochmal eben kurz zum Einschieben halt, ne? Damit da nicht vielleicht manche Leute irgendwie auf falsche Ideen kommen oder so. Wir reden jetzt, oder Nico vor allem, ne, redet von Settings, eben mit so Pre-Gruppen halt, ne? Also ja, mit vorgefertigten. Von Meta-Comps, nicht Meta-Klassen. Genau. Von Meta-Comps, ne, wie halt eben die besten Raid-Spieler halt, ne, so das machen würden und so, ne? Was wirklich best in Slot für Schaden, für Support, für die Bosse sind. Ne? Also man muss da immer noch unterscheiden halt zwischen den Pickup-Groups, was die da spielen und eben was wirklich so feste Gruppen aus 10 Leuten, so Premade-Gruppen, die auch wirklich auf Zeit und auf Schnelligkeit aus sind, da spielen. Ne? Und wir reden da ganz viel eben aus dieser Sichtweise. Ich kenne andere Sichten mehr, nicht mehr. Ich musste, also vorletzte Woche, habe ich meinen Clear noch gepackt, weil ich dachte, ich kann sicher Final Fantasy und etwas zu Raids miteinander vereinen. Das ist kein Problem. Mit Packs ist das nicht möglich. Ja. Das Schaden ist so viel tiefer. Ja. Das hat weh getan. Und halt in der Gilde, die raidet nicht dann, wenn ich will. Sag mir es so. Oh je. Ja. Das sind halt die Leiden des jungen Nikos. Ja, meine First World Problems. Komm ins PvP! Komm ins PvP! Ja, hast gehört. Also von der Amazing Balance VM. Ich dodge einmal die Rush. Oh. Ja, aber wenn Benz hier jetzt schon wieder komm ins PvP sagt, dann haut uns doch mal die Expertise bezüglich Messmer im PvP raus. Also, was ich schon wieder als Laie weiß, ist, Mirage war auch sehr, sehr lange besten Slot mit in PvP, hat ordentlich rasiert. Chrono teilweise ja auch, das habe ich auch manchmal gesehen. Ja, und wie schaut's denn jetzt aus mit dem Messmer? Ja, Chrono ist schon wieder ein bisschen hier, ne? Seit der viel gespielt wurde. Ja, Mirage wurde. Es wird halt nicht sehr ähnlich gespielt wie vorher, ne? Wurde halt auch auf Kondi, ne? Springt rum, erzeugt Illusionen, muss jetzt gucken, wer ist denn jetzt hier der Richtige? Und kannst den angreifen, musst halt viel Kondi dabei haben. Mhm. Gefühlt macht er vielleicht sogar ein bisschen mehr Schaden, aber es kann auch sein, dass ich in letzter Zeit viel gegen Hellsis gespielt habe, dass ich mir das nur einbilde. Dass er mehr Schaden macht. Ja, es kann durchaus sein, da sind ja manchmal subjektive Wahrnehmungen ein bisschen trügerisch. Naja, richtig, richtig. Also, ja, es hat sich. Was ich halt, wo ich viel drüber beschweren, ist halt, dass ihm ein Dodge weggenommen wurde. Ich kann noch einmal dodgen. Okay. Ja, der Dodge macht halt, ich habe gerade. Auch das Bildchen nebenbei offen, ne? Cleared halt Conditions. Bringt Movement Speed. Und er kann den mal angreifen, ne? Du hast keine Zeit, in der du nichts machen kannst. Ja. Ja, kannst halt nicht angreifen während der Zeit und er hat halt noch andere defensive Fähigkeiten, der Mirage gut. Wie gesagt, dann springt er noch viel rum. Mhm. Und muss erstmal gucken, welche richtig ist und welche Richtung greifst du jetzt an, ne? Und da hat es manchmal schon zu tun, ne? Und wenn er den halt auch angreifen kann, während er. Wenn du ihn nicht angreifen kannst, ne? Mhm. Dann haben die den Dodge genommen. Ja, ich meine, wenn du mit die mobilste Klasse hast, dann scheint es ja einleuchtend zu sein, diese Mobilität ein bisschen so abzukapseln, ne? Naja, das beschweren sich viele tatsächlich drüber. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie da sich viel beschweren. Das ist halt der Klassiker. Ist ja, wie ich das vorhin ja auch mit dem Necro, mit dem Firebrand gesagt habe, halt, ne? Es gibt halt Leute, die da wirklich auch konstruktiv, aber auch die da am Rumheulen sind bezüglich mancher Änderungen und mancher Sachen, die Arena da forcieren möchte. Gut. Noch irgendwie andere Gedanken oder so zum Messmer im PvP? Nö, wie gesagt, es wird eigentlich so ähnlich gespielt wie vorher. Ne? Ähnlich gespielt, also hat sich nicht wirklich was geändert? Nö, nicht so wirklich viel. Okay. Wie gesagt, Dots, ne, machen jetzt mehr Schaden, gefühlt als Power, ne? Mhm. Aber ja. Ja. Gut. Was ich noch vielleicht so ein bisschen mitbekommen habe für PvP, aber vor allem auch für WVW, falls euch das mal vielleicht interessiert und falls ihr so ein Freund von lustigen Internet-Memes seid, etc., da kann ich euch nur empfehlen,
euch mal hier den YouTube-Kanal von Lord Heisen euch mal anzuschauen. Oh Gott. Ach, wieso, oh Gott? Nur so. Okay. Also ich finde seine Videos, vor allem seine WVW-Videos und das Video mit Big, das fand ich mega witzig. Also ich habe mich gepisst vor Lachen. Der hat ziemlich gehypte Zeit lang von unseren Franzosen, aus irgendeinem Grund, weiß auch nicht ganz warum. Ja, also wie gesagt, er ist halt an sich ein witziger Dude und auch wenn seine Editing-Künste mega trashig sind, so sind die Memes dann doch meistens on point gewesen. Also wenn ihr Freunde davon seid und wenn ihr mal auch Mirage Solo Roaming euch anschauen wollt, dann könnt ihr da mal gerne drauf zuschlagen. Also hier, ich lege das mal im Twitch-Chat hier einfach mal Lord Heisen eingeben bei YouTube und dann gönnt euch mal die Show. Mega witzig. Ist halt auch so ein lustiges Ding, dass alle Leute, die Lord irgendwie vom Namen haben, Mesmer spielen, ne? Irgendwie Lord Heisen, ja, Lord Helsis, Lord Apokali. Wenn man da auch seinen Charakter sich anschaut, dann weiß man ganz genau, dass der wahrscheinlich so ein kleiner edgy Waifu-Fanboy ist und sowas, ne? Also würde ich jetzt einschätzen, aber vielleicht habe ich da auch zu krasses Schubladendenken, was das gerade angeht. Naja, jedenfalls, WVW können wir auch nochmal eben kurz hier schauen, was dann so Mesmer hergeben. Im Grunde genommen, hier sieht man das wohl das gängigste Bild für den fürs WVW ja auch der Mirage gewesen ist. Und vor allem aber auch sehe ich hier mit Marauder und auch halt eher aber auch so ein bisschen mit leichten Support-Fähigkeiten. Ne? Die spielen ja hier mit Illusion des Lebens, ne? Das ist ja die Retz-Fertigkeit, die ja so ein bisschen das Wiederbeleben vereinfacht. Und dann aber auch mit Veil, also halt für unsichtbar und sowas. Und was ja auch ganz viel gemacht wird hier, was man sehen kann, oder wofür ich auch den Mesmer in WVW kenne, ist ja Portal legen und dann versuchen möglichst die Zergs irgendwie mit einem gut gesetzten Portal zu überraschen. Das ist halt so, wie ich das kenne. Aber meistens kenne ich das eher im Kontext mit dem Chronomancer. Chronospieß finde ich wirklich. Wegen dem, wie heißt der Trade, der weggenommen wurde? Illusion der Persona, dass du nicht mehr selber scheitern kannst. Du bist keine Illusion mehr als Körper. Ah, okay, ja gut, das sagt natürlich. Keine Vier mehr. Da spielst du eigentlich mehr. Ja, es ist mit sowieso eine der Änderungen, die ich verabscheut habe. Also da, als ich das gelesen habe, da habe ich echt ins Essen gekotzt. So viel kann man nur dazu sagen. Gut. Das wäre es dann zum Mesmer. Wie viele Klassen haben wir noch vor uns? Ja. Na, ein bisschen, ich glaube, Halbzeit haben wir jetzt, ne? Ja. Ja, alles klar. Dann weiter im Galopp mit dem Nekromanten. Kann ich skippen. Da ist nichts geändert worden. Auch nicht alles am Heal. Alles irrelevant für PvE. Alles. Heal-Nekro auch nichts? Also, Rescourge kann vermutlich etwas anscheinend, aber ich persönlich verabscheue Rescourge. Der wird bei uns immer mitgenommen. Also was heißt immer mitgenommen? Der wird bei uns mitgenommen für halt so Bosse, wo wir manchmal rumlappen. Disgusting. Also es hilft vermutlich, aber nicht meins. Ja. Ja gut, ne, wenn man also auch in Turn Life, dass du immer Life Force bekommst, ist da ziemlich gut, damit du einfach alles spammen kannst, das gehört. Das ist das Einzige, was neu ist, was dir hilft. Ja. Alles andere sind Minion-Traits oder Minions selber. Spectral Armor brauchst du. Spectral Walk Armor brauchst du im PvE nicht. Das Signet ist Conditransfer, brauchst du auch nicht wirklich oft. Also für PvE oder Rescourge hat sich eine mehr spammy Variante von sich selber gebufft. Okay. Das ist so creepy. Also. Mehr Spam, also mehr Barrier auf Heal Scourge und that's it. Alles klar. Und wir wissen jetzt, dass Nico den Heal Scourge verabscheut. Das ist auch schon mal eine gute Information. Das zerstört Bibi. Kein anderer meint, ach, wir brauchen dieses Bild, das hilft den Pax. Neue Raider brauchen dieses Bild. Was wollen sie nicht raiden? Raids sind so schwer. Sorry, ich habe mich gerade eingesteigert. Ja, danken wir an dieser Stelle einmal Mighty T-Pot für den Red Scourge. Ne? Danke dafür. Grüße gehen raus an Großbritannien. Danke, dass ihr den Brexit vollzogen habt. So,
Jedenfalls, gut, kommen wir vom PvE, von dieser kleinen Einsicht ins PvP. Benz, dein Auftrag. Ja, der Nico. Ach ja, welches leidiges Thema. Der rasiert ja ordentlich im 2 gegen 2 oder hat ordentlich rasiert. Richtig, richtig. Der wurde heute Nacht, heute Nacht kam der erlösende Patch, der uns alle ein ganzes Stück weit glücklicher gemacht hat. Ja. Der hat, also der Schaden, den er gemacht hat, war durchschnittlich, war okay, war jetzt nicht irgendwie komplett over the top, war nicht zu niedrig, war so im Mittelmaß, und Damage war in Ordnung. Aber der hat halt relativ schnell seine Schraut aufgebaut und der hat relativ schnell Leben gekriegt. Und dann hast du ihm immer abwechselnd Leben und Schraut weggekloppt und ach Gott, das war so schrecklich. Du hast den halt echt schlecht tot bekommen. Ich habe jetzt 2 gegen 2 gespielt, immer den anderen Fokus, nie den Nico. Mhm. Du konntest ihn halt fokussen, wenn du 2 Leute hast, die viel Schaden machen und gleich von Anfang an eingeprügelt hast. Wenn er seinen Schraut halt noch nicht aufgebaut hatte, ne? Aber sonst hat es halt echt Probleme, ne? Und Leute, die ihn tatsächlich irgendwas spielen konnten, jetzt zum Beispiel hier Strongno, weiß nicht, ob der Begriff ist. Ist auch mal ein bekannter PvPler. Sagt mir tatsächlich nichts. Okay. Den hast du halt gar nicht mehr tot gekriegt. Ne? Den hast du halt. Ne? Der hat halt bis 3 Minuten überlebt und ja, dann konnte er sich halt nicht mehr heilen und haben ihn 2 Leute zerkloppt, wenn ich dann am Boden lag mit dem Team. Ja. Genau, Brüssel schreibt hier quasi Gottmut für Nico, ja, das war halt widerlich. Okay, krass. Und dann hatte er die Lichtform. Hier, Brüssel schreibt schon Licht Duration gegrippt auf 10 Sekunden. Die Lichtform, die hat halt. Lichtform ist, glaube ich, ein Begriff, ne? Die Elite. Ja, definitiv. Die hat halt mit den Auto-Attacks 4.500 Schaden gemacht. Mhm. Was aktuell sehr, sehr viel ist. Das ist viel zu viel. Ne? Also wenn er nicht kurz zum Umkippen war und er die Lichtform gezündet hat, bin ich halt auch nur noch weggelaufen, ne? Weil ich habe neben dem halt nicht lange gelebt. Mhm. Weil es war halt viel zu stark. Der Schaden, der war. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wirklich gegen Lichtform vorzugehen, ist Kiten bis nach Mappen Süd, dass er das Ding ausläuft. Ja, ich bin nur noch weggelaufen. Genau, ich hätte den Schaden von dem Ding einfach runtergenervt. Arena hat aber was Cleveres gemacht. Die haben die Dauer von 20 auf 10 Sekunden runtergeschraubt. Mhm. So ist er immer noch eine Bedrohung, ne? Das macht immer noch viel Schaden. Ja. Aber du musst nicht mehr so lange, ich meine, du musst trotzdem noch drauf reagieren, denn das ist ja gut so. Dass der Gegner irgendwas macht und du musst drauf reagieren, so muss das ja sein. Ja. Aber er ist nicht mehr so überstark. Also wenn er nur noch 10 Sekunden damit klarkommen muss, ist das schon ein anderes Ding, als wenn du 20 Sekunden mit dem Ding klarkommen musst. Ja. Genau, Siege des Untotes sieht man immer wieder. Er hat halt viel ausgehalten, ne? War halt kaum killbar. Wie gesagt, in der Regel hast du den anderen im Fokus. Und beim Siege des Untotes hat er die Leute auch wieder aufgehoben. Und das war sehr belastend teilweise. Dann hatte er noch Todesmagie gehabt, also die Todesmagie-Tradeline. Da gibt er sich Stacks in der Buffleiste, die ihm 20 Zähigkeit gegeben haben. Pro Stack. Mhm. Das wurde auch auf 10 runtergenervt, 10 Zähigkeit, sodass er dann auch ein bisschen mehr Schaden kriegt. Ne? Und ist jetzt, glaube ich, ich habe heute ein bisschen gespielt, ist, glaube ich, ganz in einem erträglichen Maß inzwischen. Also ist schön. Das ist gut zu hören. Das, genau, Genau, das ist war im Prismus, haben sie runtergenervt. Er hat immer passiv Heilung gekriegt, wenn man ihn geschlagen hat. Jetzt kriegt er weniger. Mhm. Durch Sieges Untotes hat er Lebenskraft dazu gewonnen. Ne? Das kriegt er jetzt auch weniger. Also, dass er, ja, er bekommt halt nicht mehr so viel Lebenskraft und Heilung immer nach und weniger Zähigkeit durch den Todesmagie-Nerf und ja. Nicht vom Nerf. Ist jetzt, glaube ich, ganz schön. Ja. Haben sie schön gemacht. Ja, sehr schön. Zeigt doch halt, dass sie wirklich da ihr Wort ernst nehmen und wirklich sagen, wenn etwas zu krass OP ist, dass sie da wirklich entgegenfixen, sofort. Ach ja, mir fällt noch ein. Ich habe seit Montag bis gestern einfach mal so ein bisschen aufgeschrieben, wen ich eigentlich im Matchmaking habe. Und hab daraus eine Tabelle erstellt. Ich habe dir die mal geschickt. Ja. Ich weiß nicht, ob du die einblenden möchtest. Kann ich gerne machen. Und ja, Cornico war halt sehr präsent. Es haben halt alle möglichen Leute einfach Cornico gespielt. Ne? Ja, ist auch mit am einfachsten zugänglich, würde ich behaupten. Nee. Halt. Er muss ja keine Elite-Spezialisierung farmen oder so. Hm. Genau, am Montag war das noch so um 40% der Cornico, ne? Und ist jetzt
Na, ich weiß nicht, ob die Leute einfach auch keine Lust mehr selbst hatten, Nico zu spielen mittlerweile. Das ist krass. Ja, ich meine, gut, es sind nur, hier siehst du, 315 Leute habe ich drin, das sind jetzt 105 Spiele. Kann natürlich auch ein bisschen Zufall sein, das ist jetzt ein bisschen weniger, aber ich meine, das ist sowieso so ein, wie gesagt, 105 Spiele ist jetzt noch nicht so richtig statistisch gekannt, ne? Aber ich glaube, es zeigt schon gewisse Tendenzen. Ja. Noch eine Frage. Ja. Ja. Wo hast du 15 und einen Hauptspieler gefunden? Like. Der Typ hat zwischendurch gewechselt, du hast hier mehrere Runden. Ah, da ist er auch noch Pest. Und der hat die Spezialisierung gewechselt. Oh, gute Frage. Okay. Genau. Ah, okay. Ich dachte, hast du jetzt einen. Hast du Beine gefunden? Oder einen Kopf? Nee. Hier genau, Pestbringer hat auch 2,5. Der hat dann irgendwann von Reaper auf Pestbringer gewechselt. Oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr. Genau. Ja, krass. Ja. Aber gut, da schon mal so eine schöne Übersicht zu haben, was denn da vielleicht so ein bisschen die Tendenzen sind. Corneco ganz oben, Herold zweite Stelle, Firebrand auf Platz 3. Genau, hier war der Schaden zu hoch, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und Firebrand Tempest war noch super Support, ne? Ja. Aber das ist ja jetzt hier gezielt 2 gegen 2, ne? Genau, das ist jetzt 2 gegen 2 ringt. Das ist Gold 3, es waren noch ein paar Spiele aus Gold 2, ein paar aus Platin 1, aber hauptsächlich Gold 3, genau. Über den Tag fährt halt so ein bisschen. Also so ein mittleres Ranking. Vor dem Patch. Ja, krass. Nee, aber vielen Dank für die Zahlen. Also es ist, finde ich mega schön halt. Ne? Also es zeigt ja, dass die Aussagen, die da auf Reddit, Social Media getroffen worden sind, bezüglich Cornegro schon legitim waren halt. Ne? Das ist ja immer so ein Punkt, wo ich immer so manche Leute einfach nur so schütteln könnte halt, ne? Dass die dann immer so sagen, ja, Reddit, das ist nur so ein Hotpot aus salzigen Arschlöchern, die halt nur wollen, dass das Spiel untergeht. Das stimmt ja in der Form auch nicht. Das sind ja genauso Spieler wie du und ich. Ja, das war schon aber der Konik war krass. Ja, die da vielleicht ein bisschen raueren Ton haben und alles, aber es ändert ja nichts daran, dass es trotzdem Leute sind, die eigentlich wollen, dass es dem Spiel gut geht. Ja, also das ist meine Meinung. Dazu soll jeder seine eigene Meinung zu haben, aber wenn ich dann so sage, immer lese Reddit, das ist halt nur so ein Scheißhaufen, dann mag ich nicht so. Gut, also Necro immer noch mega stark. Was heißt immer noch mega stark? War am Anfang mega krass unterwegs, jetzt halt ein bisschen weniger, aber immer noch eine solide Gefahr, beziehungsweise immer noch solide spielbar. Ich denke, das ist in einem akzeptablen Bereich, weil ich habe heute nochmal 10 Spiele gemacht und das kam mir ganz ordentlich vor. Ja. Ja gut, aber vor allem ist jetzt Necro so die erste Klasse neben dem Guardian, wo ich gesagt hätte, dass sich da auch vor allem die Core-Variante ja lohnt. Ja, genau. Weil bei den anderen, da spielst du ja gar keine Core-Variante. Wenig, ja. Hier genau, Core Guard ist noch einigermaßen, aber. Genau, Core Guard. Aber danach hört es dann auf Core Rangers dann ja erst als nächstes und da sind auch nur mit 2% deiner Daten. Genau, Björn war halt stark, das ist der Björn gehört, der Core Guard. Ne? Ja. Die haben alle auf Björn gespielt. Ja. Oder, ja, nicht alle, aber die meisten von denen. Ja, genau, schön an Randporten, hier mit dem Portskill, der Feuer macht und alles. Und dann ihre Fackelscheiße reingehauen, ne? Die haben ordentlich Sticks verteilt. Ja. Ja, krass. Jo. Gut. Alles klar. Dann haben wir den Necro, glaube ich, auch schon abgearbeitet. Dann kommen wir doch mal direkt zum Ranger. Ja. Zum Ranger. Ranger hat endlich seinen Trade-off bekommen für einen Solbeez. Mhm. Ein Solbeez kann nun außerhalb des Merges sein Pet nicht mehr wechseln in Combat. Also du bist auf ein Pet gelockt. Das ist im PvE nicht schlimm, weil du eh nur ein Pet hast und du eh gemerged bist. Die ganze da um den ganzen Kampf. Es wurde für Condi als auch Power Soul Beast Schaden erhöht. Mhm. Der Trade Weißes Vicious wurde gebufft von 5 zu 10. Das hat generell mehr 5% mehr Schaden. Und vor allem der Axe-Trade und der neue Skirmishing-Trade. Skirmishing? Warte. Ja, Skirmishing-Trade. Erlauben es jetzt noch mehr Schaden zu haben auf dem Solbeast. Cold Access gibt jetzt
Ferocity auch noch deinem Pet. Und da du Soul Beast bist, merge mit dem Pet und bekommst noch 150 Ferocity von denen jetzt. Und Hunter's Tactics gibt dir jetzt 10% mehr Schaden. Erlaubt es dir, von dem die Trade-Linie zu wechseln. Also du gehst von... Sorry, ich muss dir noch nachschauen. Ich kenne die Ranger-Trade-Linie nicht auswendig. Von Marksmanship auf Skirmishing. Also im Deutschen von Treffsicherheit auf... Schießkunst auf Gefechtsbeherrscher. Ach, das heißt gar nicht mehr Treffsicherheit. Das hieß in GW1-Treffsicherheit, stimmt. Heißt also, du hast Perma-Spotter jetzt für deine Gruppe, was okay. Der Gruppe hilft. Und du hast selber 100% Crit-Chance ohne Assassinen-Gear. Also du hast Gear-Wechsel wegen einem Trade-Change und deine Gruppe hat noch mehr Prätision. Alle Changes zusammen haben dem Sobis, glaube ich, 1k Schaden mehr gegeben. Okay. Jetzt bei 36,4. Und gegenüber der alten Benchmark benutzt dieses Bild jetzt auch einen Langbogen. Oha. Ja, ein Langbogen im Mini schaut ziemlich gut aus. Ist mir auch gefallen. Ja. Das heißt, Bierbow ist wieder in? Nee, der Bär fehlt noch. Achso, der Bär fehlt noch. Das ist Gazellebow. Okay. Also das ist Gazellebow-Merch. Ah, okay. Conny hat durch den Axe-Buff, Axe 3 und eben Weißes Wishes einen Buff bekommen. Wir sind jetzt ohne Kurzbogen dort, also wir sind von Shortbow zu No-Shortbow gekommen. Mhm. Gut. Und spielt jetzt Dagger, Torch, Axe, Dagger. Okay. An der Benchmark versuchst du Projektil-Finisher zu machen. Meiner Meinung nach ist es nicht ganz so realistisch für echte Raid-Szenarios. Da du meistens irgendwie ein Lichtfeld haben wirst oder ein Dunkelfeld, halt die ganzen nutzlosen Felder. Ja, oder so ein Chaosfeld halt, ne? wenn du einen Chronobrunnen hast. Ja, das ist extrem gut. Chaosfeld ist das beste Feld. Ah, okay, wegen Konfusion, ja. Mhm. Also das kann man auf dem Post fahren. Man macht das nicht nutzlos, aber man spielt Condi Mirage auch nicht bei Powerbossen, also naja. Condi Mirage, Condi Solbis. Sonst hat sich nichts groß geändert an Ranger, nur dass Solbis mehr Schaden bekommen hat. Mhm. Und jetzt, wenn das Power auch Spotter bringt für die Gruppe, was wiederum hilft, anderen Powerklassen mehr Schaden zu machen. Also, es ist mehr supportive geworden, als es war. Und hat mehr Schaden bekommen. Okay. Druide ist ja, hat sich ja eigentlich nicht so viel verändert, ne? Nein. Also immer noch mit der Machtverteiler und der Go-To-Heiler. Für Raids. Go-To-Heiler, ja. Spirits, Macht, Heilung. Genau. Genau. Gut. Alles wenn klar. Sie die Heilung nerven, ist Druid raus. Wahrscheinlich, dann wird wahrscheinlich... Die Macht müssen sie entfernen. Weil, wenn man Comps testet, man merkt immer wieder, dass Macht so gut ist von Druiden. Mhm. Ja gut, ich meine, gehen wir mal so ein theoretisches Setting durch. Wenn jetzt der Druide seine Macht verlieren würde, was wäre denn dann die Alternative? Und nimmst For Great Justice mit. Das ist sicher schon eine gute Macht. Dann spielst du... Mit Phalanx-Stärke wieder? Oder du spielst Phalanx dann wieder. Ja. Dann kriegt er guten Schaden macht momentan. Das geht aber nur bei Powerbossen. Bei Conti-Bossen hast du dann Renegades, die mit der F2 Macht gehen. Was ziemlich holprig ist. Ah, okay. Bei Fraktalmeter. Mantra für Macht. Ja. Das ist auch nicht perfekt im Macht. Power-Kronos würden Großwert spielen, da das die Macht, die man durch Mirrorblade bekommt, ist irgendwie 15 dauerhaft. Das ist ziemlich gut. Also, du willst diese Welt nicht erleben. Nee, hört sich definitiv nicht nach einer guten Welt für Raider an. Du willst My Tempest spielen. Ach du Scheiße. Das ist in der Szene ein ziemliches Meme geworden. Ja. Bei jedem Boss Tempest testen, dann merken, nee, es ist schlecht, machen wir nicht. Immer und immer wieder. Okay.
Ei, Karamba. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass der Druide bei seinem Macht-Output bleibt. Das hört sich ja wirklich nach so... Es wird ganz gut, sie werden Macht, aber sie geben Grace of the Land zurück. Also die 2% Modifier. Ja. Das wäre gut. Ja. Ja, krass. Dann benutzt der Druide immer noch. Hm? Dann benutzt der Druide wieder benutzen. Ja gut, ja klar, wenn sie den Grace of the Land Modifier wieder geben, dann ist ja eh klar, dass sie ihn wieder benutzen. Naja, einmal Spotter und dann auch noch Grace of the Land, das ist ja... Big. Richtig, richtiger Game-Changer wieder. Gut. Okay, danke für die PvE-Einblick. Benz, wieder dein Auftrag. Ja, Weidi spielt sich eigentlich so ähnlich wie vorher. Ne? Ist immer noch mit Großschwert und Langbogen unterwegs. Ne? Mhm. Soulbeast so wie Chor. Mit ordentlich Schaden. Aber... Was sich tatsächlich geändert hat, ist das Pad. Man kann im Kampf kein Pad mehr wechseln. Oh, okay. Da haben sie ein bisschen Utility rausgenommen. War das nicht mit Kernbestandteil des Soul Beasts im PvP? Dass du dann immer da zwischen dem einen Pad, was dir Ektoplasma geben konnte, und der Eule hin und her gewechselt bist im Kampf? Ja, genau. Im Prinzip kannst du immer noch beides mitnehmen. Du musst aber, also kannst halt nicht mehr im Kampf wechseln. Du müsstest theoretisch die mit dem Schwein dir die Ektoplasma-Kugel ausgraben lassen vor dem Kampf, müsstest die mitnehmen und dann. Und dann als. Kampf zünden und aber dann schon auf Eule sein. Okay, also dann sozusagen als Kampf anfangen und dann aber schon vorher wieder auf Eule gewechselt sein. Genau. Das wäre halt eine Möglichkeit. Okay. Eine andere Möglichkeit wäre halt, ja, Rauchschuppe vielleicht, ne? Ja. Am Anfang wird gern Unsichtbarkeit gestackt vom ersten Kampf in der Mitte. Ja, und das kannst du halt in dem Rauchfeld schön machen. Die nächste Möglichkeit wäre halt vielleicht zwei Pads zum Kämpfen rein und dann je nach Situation, in die du dich gleich begibst, ne, ein anderes Pad. Oder vielleicht irgendwie zwischendurch Eile zum Rotieren, eins das Eile buffen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Pad gibt, das Eile buffen kann. Uri kann zwischendurch weiterhelfen. Ein Moor kann das. Ah, okay. Ist aber okay, für 4 Sekunden oder so, also nicht viel. Na, okay. Ja, okay, 4 Sekunden ist ein bisschen dürftig. Hört sich jetzt nicht noch so lange an. Nee, denn das ist zu wenig, dafür nimmst du es nicht mit. Ja, das wären so die Möglichkeiten, die Taktion. Ich bin mir gar nicht sicher, wie es im Moment gemacht wird. Tatsächlich. Ich glaube, mit dem Schwein wird tatsächlich viel gearbeitet, dass man sich vor die Ektoplasma-Kugel holt und der mit dem richtigen Kampf in den Kampf geht. Ich hatte vorhin im Discord, im PvP-Channel, eine Diskussion mitbekommen. Und zwar nämlich zwischen Ori und einem anderen Spieler. Und dieser andere Spieler hat halt noch gesagt, dass Soul Beast immer noch OP wäre. Beziehungsweise, dass Soul Beast im Vergleich zu den anderen Klassen immer noch, ja, halt allgemein mit am meisten vom Patch profitiert hätte. Und weiter genervt werden müsste. Wie siehst du das denn? Hast du denn da schon gegen viele Soul Beasts gekämpft, dass du da irgendwie das einschätzen kannst? Also gehört das wirklich zu den Klassen, die nochmal extra Tuning brauchen? Ich fand die eigentlich okay, muss ich sagen. Waren nicht zu stark, waren nicht zu schwach. Es gab welche, die trotz dessen sehr offensiv waren, die länger überlebt haben. Das waren meist Spieler, die auch gut gekitet haben, die gut ihre Fähigkeiten eingesetzt haben. Ne? Mhm. Ich fand's okay, muss ich sagen. Okay. Ja gut. Fand's jetzt nicht komplett außer der Reihe. Ja gut, wir wissen ja jetzt auch nicht, wie das da ist. Wie der Spieler da auch von seinem PvP-Ranking her ist und so. Ja. Ich hatte das halt nur aufgeschnappt und da ist dann so eine wilde Diskussion drüber entstanden, dass ich da einfach mal fragen wollte, wie es da ausschaut. Hab gerade im WoW im Roaming einen Soulbeast-Tanky wie Sau durch soldatisch Maromix und das Pet gibt Kraft und so, hatte sehr guten Heal und macht Schaden ohne Ende. Okay, das hört sich ja schon mal Ei, karambahaft an, würde ich behaupten. Stimmt, da haben sich einige noch beschwert, dass die Pets teilweise immer noch zu viel Schaden machen. Ah, okay. Das kann ich aber nicht bestätigen, ob das stimmt. Das habe ich selbst nie gemacht. Ja, da müsste man wahrscheinlich einfach mal gucken. Ja. Wie das ist. Ja, man muss ja dazu sagen, ne, wir haben zwar jetzt schon ein bisschen Zeit hinter uns gelassen hier mit dem 25., aber ich denke mal, um das volle Ausmaß dieses gesamten Balance-Patches nochmal
zu verstehen, vor allem für PvP und WVW, da muss noch mal ein bisschen Zeit vergehen, um das Ganze noch mal einzuordnen. Gibt es einen Bug mit dem Solvis Merge im WVW auch? Oder im PvP? Dass du, nee, WVW gibt es nicht, aber im WVW dann, dass du auf Solvis bist, merged, während der Merge auf Druide gehst, dann bist du gemerged, gehst zurück auf Solvis, dann spuckt das Pad wieder aus, aber du bist immer noch gemerged. Gibt es den auch im WVW? Du hast den Buff des Pads, aber auch ein Pad. Nicht, dass ich wüsste. Das geht nicht, okay. Geht nicht, laut Ori. Jut. Das ist nur im PvP. Aber ich glaube, der Bug ist auch schon bekannt und wird auch, glaube ich, schon daran gearbeitet. Witzig, wenn du Sicken hast auf dir und dem Pad. Ja, es ist, da mit Sickem Bogen und so, da will ich gar nicht erst mit anfangen. Habe ich auch ein paar Sachen erlebt, die ein bisschen bescheiden sind. Vor allem, wenn ich meine WVW Daily gemacht habe. Sickem auf dir und der Gazelle. Boom. Ja, ganz gruselig. Gut. WVW können wir dann, glaube ich, da außen vor lassen. Ich glaube, den Waldi, den hast du sogar im WVW nie wirklich irgendwie effektiv spielen können. Da hier wird sogar von Wabi aus gesagt, no Ranger is not viable in Blobfights. Better play other classes. In all seriousness, think about it. You can give some boons and heals as druid, but firebrands and revenants do it way better than you. Can do some ranged damage on enemy casters, but you can do it off squad while roaming alone. Naja, also hier fängt's ja alleine schon an mit dem Waldi-Meme. Nach dem Motto, das ist alles nicht viable. Das könnt ihr im Zerg vergessen. Und ich glaube, dass auch mit den ganzen Patches sich da nur wenig geändert hat. Ja. Moorstance vielleicht, aber das war's auch schon. Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. PvP benutzen. Vielleicht mit einer neuen Elite-Spezialisierung, die vielleicht... Also eine, die sich auf Support spezialisiert? Wie Range, wie Druide und Solvis? Ja. Ja, mal gucken. So. Nächste Klasse, Revenant. Oh, das wird groß. Also, es wurden zwei Trade-Linien komplett geändert. Ja, habe ich mitbekommen. Und ein paar Trades. Ein paar Trades, die außerhalb der Trade-Linien sind egal. Die Schwert 2 wurde geändert, dass jetzt ein AOE-Feld um dich rum ist und mehr Schaden macht, falls du einen Gegner triffst. Also, es ist gleich im Schaden wie früher, hat aber jetzt AOE-Möglichkeiten. Okay. Und nicht mehr so wie früher 2-3 Angriffe, die rausgehen. Also jetzt Schwert 2 im Sinne von Einhandschwert in der Main Hand. Da. Genau. Okay. Gut. Devastation. Wie erkläre ich das? Also, Devastation hat Battle Scars bekommen von Shiro damals in GW1, hat jetzt auch The Revenant Battle Scars. Oh, geil, nice. Es macht Schaden, heilt den. Heißt, da ist schon mal die Survivability, also die Heilung auf dir, viel höher als früher schon. Und auch die Klasse ist burstier geworden im PvE. Du hast jetzt eine Option zwischen, gehe ich auf Swift Termination, also 20% mehr Schaden ab 50%, oder mit Dance of Death, dass du mit Wulm, die du applyst, Battle Scars bekommst und die Battle Scars dann mehr Schaden machen auf Boss. Da muss man jetzt überlegen, ich bin Bursty oder ich bin auf den langen Kampf ausgelegt. Also Bosse wie Sloth sind Dance of Death, weil du hast Burst, Burst, Burst und Bosse wie Mustard Overseer hast du einen langen Bosskampf. Da ist dann Swift Termination dein Trade to go. Ja. Eben, und der ganze Devastation Tree ist ausgelegt auf buff ich meinen Deckschaden, buff ich meine Bewegungsfähigkeiten oder meine Kampfoption oder buff ich Battlescars. Ja. Okay.
Und Corruption wurde geändert, also die Malik-Straight-Linie. Genau, der Zustands-Revenant. Ja, da hast du auch eine Mechanik bekommen, Invoking Torment. Wenn du Legenden wechselst, machst du einen Angriff auf Gegner. Mhm. Instant, ohne irgendwelche Warnungen, glaub, der Torment gibt. Und du kannst diesen Angriff mit deinem Grandmaster modifizieren. Überall sind weg, haben jetzt die Minor Traits Dinge wie 120 mehr Condition Damage und 10% mehr Schaden mit Conditions. Das ist besser als früher. Früher hattest du einen Trait, der dir Torment auf Crit gab. Ja. Das war für Benchmarking und für Krikore ziemlich schlecht, da du halt RNG hattest. Auf alles. Ja. Und jetzt hast du fix nur noch Condition Damage und keine Torment Procs mehr. Das sollte überall so sein, meiner Meinung nach. Auch der Change für PvP, dass Waffenstärken fix sind, sollte auch im PvE benutzt werden, mhm. um alles angenehmer zu machen. Für Benchmarken, für Rekorde, für Raids. Gut. Zurück zum Thema. Du hast mehr Condition Damage auf Revenant oder Maliks. Und du hast eine neue Funktion mit den Grandmastern. Mhm. Alles zusammen hast du, ich glaube, 2k mehr Schaden auf Revenant. Also, das sind wirklich sehr gute Changes. Ja. Für Renegade. Das Einzige, was stört, du hast kein Trade mehr, der Banish Enchantment castet. Also du kannst nicht mehr passiv Boon Raps machen. Das bringt Renegade bei Bossen wie Katim the Peerless. Halt, du hast den Renegade benutzt, wenn er auch guten Schaden macht und er Boons runtergenommen hat, konstant. Ja. Weil Katim bufft Retaliation und das stört deine Gruppe. Ja, das ist vor allem in der letzten Phase immer sehr kritisch, ja. Weil er dann ja konstant nur Boons bekommt. Und jetzt musst du halt überlegen, was mache ich jetzt? Was bringe ich jetzt neu? Power Chrono. Ja. Ja, oder halt der Tank Chrono, der macht halt gar nichts mehr, Tank außer nur noch Auto. Welchen Meter spielst du denn, bitteschön? Hä, was spielst du? Es gibt keine Boon Chronos mehr bei Kadim der PLS. Was? Was spielt ihr denn da? Das kann ich nach dem Stream sagen. Okay. Eigentlich steht. Mein Hook ist halt DPS Chrono. Was ging eigentlich da? Ah, egal. Ich habe gerade viel gecraftet im Kopf. Okay, alles klar. Aber also, das würde ich gerne noch gegen Ende wissen. Du hast mehr Schaden auf Condi Renegade. Du hast weniger Gruppensupport wegen Boon Rips. Und du hast mehr Self-Heal, falls du mit Battle Scars Fokus spielst. Ja. Also früher konnte ich einen KC-Rekord, konnte ich unter KC stehen und die ganze Pizza tanken. Kannst du jetzt vermutlich noch besser. Not bad. Ja, krass. Da saßen die großen Änderungen im PvE gewesen. Ja, du kannst doch etwas Power Herald spielen, aber es ist nicht zu empfehlen. Nee, wahrscheinlich eher weniger auch, weil Renegade einfach mit den... Halt Condi stark ist. Genau, halt da, wenn die Condi stark ist. Genau, und halt auch noch den besten Zugriff auf Alacrity gibt. Ja. 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 Der hat auch Boon-Krone ersetzt. Was ziemlich traurig ist. Ja. Ach, das kann man nicht machen. Ja, es ist ja jetzt diese Dreifaltigkeit hier mit Chrono, ein Chrono der für SOI und dann Firebrand, Quickness Firebrand und. Ja. Oder keine Chronos Level mehr. Gate. Oder gar keine Chronos mehr, genau. Gut. Also, Revenant, PvE abgehakt. PvP, Benz. Genau, der ist ein bisschen stark geraten. Der wurde vorher mit als Power Damage Dealer gespielt, ne? In der Gruppe, im Gruppenkampf. Mit Shiro und Glint, ne? Ganz genau, Shiro und Glint war das immer. Und jetzt haben sie Shiro gegen Malix ausgetauscht. Ja. Die Trädler und auch die Legende. Und ja, ist halt. Ist ein bisschen doll geraten. Wurde auch heute Nacht genervt. Mhm. Hat ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Und heute Nacht haben sie den Malix und den Streitkomm in der Mainhand. Haben sie runtergenervt. Ja, ich meine, wenn wir uns hier wieder deine Tabelle anschauen, dann ist ja Herold auf Platz 2 direkt hier. Genau. Nach Kornikro. Oder auf den eingespielten guten Gruppen, der mit Firebrand zusammen ist. Firebrand hat halt Support hat geguckt, dass keiner stirbt und Herold hat den Schaden rausgekloppt. Ja. Ist, glaube ich, auch inzwischen auf einem ganz guten Level
gelandet. Ich sehe noch beim Meta-Battle gibt es ja noch Core- und Cutter-Builds, ne, die jetzt erstellt wurden, aber ach, das habe ich eigentlich kaum gesehen, muss ich sagen. Ja. Eigentlich immer nur die Marix Glint. Meistens. Ja. Gut. Ja, WVW können wir eben nochmal, das ist das falsche Bild, nochmal auf Wabi eben kurz schauen. Na, welche Rolle da der Renegade hatte oder der Revenant wohl eher. Und der war vor allem für, auch als Herold unterwegs. Und dann eben halt, ja, scheinbar auch als Damage Dealer. Was ich weiß, ist, dass er mit dem Hammer immer sehr viel Sachen gemacht hat. Da wurde ja mit der einen Fertigkeit vom Hammer, mit dem Knockdown ja immer dafür gesorgt, dass auch möglichst die Leute, die oben an der Festung gestanden haben, in der Nähe auf den Mauern, dass die dann möglichst immer runtergenockt wurden. Also das habe ich mal bei meinen wenigen Zirks, wo ich unterwegs bin, immer so mitbekommen, wenn dann die Calls kamen, hier Revenant und dann Hammer, jetzt 1, 2, 3, zack, und dann lagen die Leute auch immer auf dem Boden. Gut, alles klar. Dann machen wir mal weiter, weil ich merke schon, wir sind hier jetzt schon über 2 Stunden unterwegs, fast 2,5 Stunden. Deep, PvE. Gibt es immer viel für PvE? Gibt es nicht viel. Deep, Leute wollten den Trade Ricochet zurückhaben, sodass deine Pistol Auto Attacks bouncen. Das gab's nicht. Pistol Auto Attacks können jetzt piercen, also durch mehr Gegner durchtreffen. Das hat ein Trade für PV gekillt, weil ein guter Damage Trade verloren gegangen Microphone ist. Activated. Und Microphone wie wir gemerkt haben, ist Reveal Training. Also, dass du nach, Microphone activated. Wenn du revealed bist, bekommst du mehr Power. Der Trade ist bugged. Und die Power bleibt, nachdem du einmal revealed warst. Okay. Das heißt, ist... und die Benchmarks sehen etwas höher, als sie sein müssen. Oder könnten. Okay, das halt ist blöd. Was haben wir sonst noch? Black Powder ist riesig. So groß wie ein Lava Font. Da sieht es seltsam aus. Ja. Aber wenigstens verfehlt niemand mehr den Blast jetzt. Ich wollte gerade meinen. Zum einen das und zum anderen ist jetzt auch die Chance höher, bei Mathias dann mit dem Mirage besser die Confusion Shots zu machen. Wäre es, ja. Sonst die Shop of 4. Der ist jetzt, wenn Gegner Poison hatten bereits. Ja. Also falls du einen Shop benutzen lässt, um zu sehen, jetzt kannst du. Ja. Sonst hat er nichts getan. Also einfach nur ein paar nette Nice-to-Have-Änderungen. Ja. Was noch erwähnenswert ist, die Strike-Mission-Bosses haben jetzt eigene Stolen-Skills. Das geht von etwas Boons zu einem Plague Lens Light zu Damage Resistance. Ah, okay. Nicht schlecht. Gut, dann PvP. Ja, der Dieb, den sieht man eigentlich auf allen möglichen Waffenkombinationen. SP, SD, DP, Stab, Reife gefunden, also alles mögliche eigentlich. Sindrana spielt aktuell im 2 gegen 2 spielt er Schwert Piste, weil da schon immer die Ausweichen kommt. Und ich glaube, Dagger Piste spielt er, glaube ich, im 5 gegen 5 Conquest, damit er schön roamen kann, im Plus 1. Was ganz interessant ist, ist Herzsucher wurde nicht genervt. Herzsucher war vielleicht ein bisschen schwach immer, also jetzt in letzter Zeit. Und Herzsucher war tatsächlich nicht vom 33% Damage-Nerf getroffen, wodurch die Attacke jetzt sehr stark ist, eigentlich. Okay. Also sehr stark ist. Relativ stark geworden, eigentlich dadurch. Ja, aber hat man nicht eine Zeit lang im PvP auch nur Hardseeker gespammt, immer um guten Schaden zu machen? Ja, ganz am Anfang. Es ist halt, Hardseeker macht halt gar nicht so viel Schaden, wenn der Gegner mehr als 50% Leben hat, ne? Hardseeker macht dir mehr Schaden, wenn der Gegner mehr als 50% und noch mehr Schaden, wenn er weniger als 25% Leben hat. Denn spamme ich es auch häufig mal.
Aber vorher verbrauchst du halt zu viel Initiative, das macht keinen Sinn, dann hau dir mit Auto-Attacks drauf. Oder du musst irgendwie noch an den Gegner rankommen, den kannst du mal einen Harziger hinmachen oder so, aber. Ja. Ja, wie gesagt, wenn du kurz zum Killen kannst du es nachmachen, Harziger. Pistole 5, ne? Schwarzprüfe. Hat den Buff gekriegt. Da Oh. wurde die, das macht hier einen Rauchfeld, in dem Blinding pulsiert. Kurze Zeit. Und das Feld haben sie tatsächlich größer gemacht. Und ich gehe damit inzwischen gerne im 2 gegen 2, wenn es in Nahkampf geht, ne? Als Dieb hält sich auch nicht so viel aus. Zünf einfach gerne mal so ein Blinding-Feld und kämpfe einfach da drin. Dadurch, dass es jetzt größer ist, geht das halt einigermaßen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, nicht schlecht. Ja, Akrobatik hatten sie, sofortige Reflexe genervt. Das war ein Skill, mit dem man, wenn man unter 50% Leben gedroppt ist, hat man 2 Sekunden Ausweichen gekriegt. Den haben sie den Cooldown auf 300 Sekunden gesetzt. Ja, ich sehe Das es gerade. ist. Instant Reflexes increase cooldown from 90 seconds to 300 seconds. Das haben sie, also das haben sie nicht nur mit dem Skill gemacht, das haben sie auch mit denen von anderen Klassen, die auch so ähnlich funktionieren, gemacht. Ja. Ich kann nur vermuten, dass das Maximale, was sie da einstellen konnten, halt 5 Minuten waren, dass das irgendwann mal am Anfang des Spiels da reingestellt wurde. Und muss davon ausgehen, den Skill wollen sie nicht im PvP haben. Ja. Den wollen sie einfach nicht mehr in das. Einfach komplett so nerven, dass er Einfach. nicht mehr, dass er gar nicht mehr verwendet werden kann. Richtig, richtig. Erinnert mich an Segen des Peinigers in GW1. Den hat man auch bis Exitus von der Abklingzeit her hochgepackt, dass man den einfach nicht mehr verwendet hat. Ja, da wurde hier Isaiah nachdem er weg gewesen ist von ArenaNet, wurde er dafür noch hart gemimt. Ja, Vardon hat heute noch einen im Ranked einen Pistol tatsächlich ausprobiert mit viel Unsichtbarkeit. Ja, weiß nicht, ob er dazu noch ein Video macht. Ich fand es nicht so toll. Ich finde, mit anderen Builds ist er da, performt er da wesentlich besser Ja. als mit dem Ding. Und er hat auch verloren. Ha! ja, weiß nicht, ob es. Aber ich. Naja. Genau, Pistol ist ja. Hat einen Trade gekriegt, also Pistol Main hat allgemein, was mit dem Schüsse durchschlagen können. Ja, hatte ich auch nicht so unbedingt viel von, denn eigentlich willst du plus einsen, eigentlich willst du einen Gegner unterfokussen, ne? Willst ja nicht im PvP alle Gegner schön gleichmäßig runterhauen, sondern willst totfokussen, ne? Und dann, ich meine, ist ein interessanter Gedanke, ein interessantes Gameplay, dass du dich entsprechend zu den Gegnern so positionieren musst, dass ihr schön in einer Reihe immer steht, ne? Aber wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen, wie gesagt, denn eigentlich willst du einen gezielt runterfokussen mit den Microphone Leuten und muted. nicht irgendwie den Schaden auf mehrere Leute aufteilen. Microphone activated. Ja, halte ich nicht viel von. Okay. Gut. Sonst noch etwas? Nö, sonst eigentlich nicht. Alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir noch mal zu Schluss zum Krieger. Was hat sich beim Krieger getan? Krieger hat jetzt Ammunition-System auf allen Skills, die halt Ammo brauchen. Ja, da wurde ja ganz krass gesagt hier, oh, der Gewehrkrieger, Leute, der wird jetzt best in Slot. Ja, Gewehr ist nicht so. wird viable, aber es ist nicht so. Ist echt nicht so. Aber da hat sich. Oh, der. Also, wenn die Recovery, die Required Cooldowns between Charges tiefer wären, 2 oder 3 Sekunden, dann wäre es okay. Dann könnte man das nutzen. Aber so nicht. Nee. Aber Krieger Rifle Warrior, oh, das wäre so gut. Das würde ich so dermaßen kacke finden. Ich würde mit dem Krieger Surround Switch auf der Arm. Nie eine Rifle assoziieren, ey. Der Cyrex-Rekord hat einen Rifle-Krieger. Was, ehrlich? Ja, weil sie nicht aus der Mitte rauslaufen wollen. Da man einfach auf Rifle Longbow wechseln für Soul Beast und die Erz Downburst von Rangers. Das war Okay. ziemlich gut, das anzuschauen. Lächerlich. Ay, caramba. Ja, sonst noch was zum Krieger? Nee. Also nur Ammunition-System und das war's dann auch Also, schon. wir schauen auf Hammer, aber Hammer ist auch nicht die Waffe, die du spielen willst. Nee, Hammer spielst du im PvE nicht. Dafür hast du ja auch einen zu geringen Attack-Speed. Ja.
Also Hammer ist ein guter CC-Skill, aber ein langsamer CC-Skill. Ja, vor allem hast du mit Streitkolben dann eine bessere Alternative. Oder mit Schild. Ja. Gut, dann PvP. Hat sich eigentlich nicht so super viel getan. Spielt halt immer noch mit Großschwert, Dagger, Schild, ne? Mhm. Spielt mit Berserker. Ich glaube, die hatten vorher auch mal Marodeur drin. Bin ich der Meinung. Ich glaube, da sind sie ein bisschen offensiver gegangen. Das kann sehr gut sein. Und in dem Zusammenhang haben sie auch den Heal-Skill verändert. Ne, vorher den passiven, der automatisch getickt hat. Die haben jetzt hier... Meinst du hier Signet of Heal, also Heilsiegel? Genau, das Heilsiegel hatten die immer drin. Und jetzt haben sie Mending drin. Es macht halt Sinn, wenn du offensiver gehst, dass du nicht mehr das Heilsiegel benutzt, natürlich. Ne? Ja. Heilsiegel ist ja für lange Kämpfe, in denen du dann irgendwann viel, über die Zeit viel Heilung kriegst. Ne? Das stimmt. Benutzen Mending, aber halt immer noch Spellbreaker, ne? Immer noch so ähnlich wie vorher. Bisschen offensiver sind sie geworden. Ja. Ja. Das war es dann auch schon. Genau. Also ich glaube, Krieger war generell, so wie mir es aufgefallen ist, so die Klasse, die immer in den letzten großen Balance-Updates eigentlich nie wirklich angefasst worden ist. Also scheinbar war ArenaNet an sich oder ist ArenaNet an sich mit der Stellung des Kriegers zufrieden. Ja, genau. Am Anfang von POF war der überstark, ne? Wenn wir uns erinnern. Den hast du da kaum tot gekriegt, weil der einfach zu viel defensive Sachen hatte, ne? Der konnte sein Schild hier, ne? Mit dem Schild blocken, dann hat er seinen Puff-Sieben gehabt, mit dem er keinen Schaden gekriegt hat, ne? Dann hat er seine Spellbreaker-Fähigkeit gehabt und da haben sie über die Cooldowns irgendwann, beziehungsweise von der Passiven haben sie den Effekt einfach, glaube ich, von 4 auf 2 Sekunden runtergesetzt, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. Sonst haben sie den Cooldown einfach in vielen Sachen hochgesetzt, ne? Dann gab es mit hier, als sie den Dieb geändert haben, von die Draufgänger, das Draufgänger stehlen, wo sie das Dings verkürzt haben, ne? Das Stehlen von 1200 auf 600 Range. Mhm. Aber dafür durchbrichst du Blocken damit. Das ist natürlich auch ein indirekter Krieger-Nerf, ne? Weil wenn du den Krieger plus 1, ne, und der Krieger halt versucht, das 2 gegen 1 möglichst lange zu halten, indem er kitet und überlebt, ja, du kannst halt das Blocken durchbrechen. Das ist halt auch indirekter Krieger-Nerf gewesen mit der Zeit, aber ja, seitdem haben sie den nicht mehr angefasst, richtig. Ja. Also jetzt, ne? Ja. Jetzt halt, ja. Ja, ich glaube... Nachdem sie mir am Anfang da auf ein normales Maß gebracht haben. Ja. Ja, also WVW, also Krieger generell scheinbar wohl mit der... Ja, die Klasse, mit der Arena halt am zufriedensten ist. Wir können nochmal eben ganz kurz einen Ausblick ins WVW geben. Wurde er halt auch als Spellbreaker gespielt, gab halt zwei Varianten, gab ihn einmal halt als Heal, als sozusagen Shout Warrior, hat man das Ganze dann mal ganz gerne gespielt, oder aber auch als Power Spellbreaker. Ich glaube, das war wohl mit die bekanntere Methode und dann aber auch vor allem für Boon Rips, für mit der Elite-Fertigkeit, hier Winds of Disenchantment, Wind der Entzauberung. Ja, es waren damit so die Sachen, wo sie am prädestinierten für gewesen sind. Und ich glaube, dass die Stellung auch im WVW sehr gleich bleiben wird für den Krieger. Dann sind wir damit auch mit der letzten Klasse durch. Ich würde euch noch jetzt gegen Ende fragen. Wie empfindet ihr den Balance-Patch? Also für viele... war ja der Balance-Patch, als er angekündigt wurde und vor allem als dann auch die Preview kam, wirklich, ich sage mal, so eine Art Game-Changer. Also viele Leute haben da wirklich die Hoffnung reingesteckt, dass dieser Balance-Patch vor allem WVW und PvP maßgeblich verändern wird, so dass auch einfach ein frischer Wind in den Modus reinkommt. Dass da diese ganzen hart eingestandenen Meta-Builds nochmal ordentlich durchgerüttelt werden. Ich glaube, fürs PvE können wir sagen, es hat sich jetzt nicht so viel verändert. Nur die DP. Wir haben mehr Schaden und mehr Schaden ist geil. Genau. Nico sagt, wir haben mehr Schaden ist geil. Gibt sicherlich einige, die dir da widersprechen wollen würden. Ich hatte vorhin Ori gesagt, dass er generell ja ein Fan davon ist, dass man mal diese selben Power-Creep-Anpassungen im PvE machen sollte.
könnt ihr euch mal vielleicht darüber streiten. Es sollte schon irgendwann kommen. Weil Dinge phasen. Dimos, während dem ersten Grün, also bis man geportet wird, ihn auf 60% 100 bursten, ist auch falsch. Ja. Ja, aber das stimmt. Ja, gut. Ich würde einfach mal generell diese Frage jetzt an dich hinwerfen, Benz, weil du ja einfach ein PvP-Spieler bist. Hat dieser Balance-Patch diesen frischen Wind, diese Änderung gebracht? Ja, definitiv. Also auch davon abgesehen, dass jetzt alles irgendwie ein bisschen imbalanced ist, ne, und die Leute irgendwie andere Sachen spielen auch, ja. Wenn es jetzt irgendwie wieder alles auf ein normales Maß gebalanced wird, ja, definitiv, ne, wie kann aber einen so schön aus dem Forum wiedergeben, ne, der sagt, wir spielen jetzt endlich wieder ein MMO und kein Shooter mehr, ne, und teilweise halt war es schon ganz schön doll. Okay. Hast du denn vielleicht jetzt als PvPler bist du der Meinung, dass das dem Modus gut getan hat, dass wirklich auch mehr Spieler ins PvP zurückkommen? Ist die Lobby voller als sonst? Jetzt mit dem Balance-Patch? Oh, wir haben hier mehrere Instanzen der Karte, das ist schwer zu sagen. Ja gut, aber ich meine mal, ich so vom Gefühl her, wie schnell sind deine Wartezeiten durch? Wie schnell bist du in der Queue drinne? Ja, meine Wartezeiten sind um einige schneller. Wir spielen halt nur mit 4 Leuten, nicht mit 10. Ah, gut, okay, das stimmt auch. Aktuell. Ja, ich glaube schon, dass, auch wenn man auf Twitch guckt, ne, streamen schon viel, einige und ich glaube schon, dass es jetzt einige Leute wieder angelockt hat, aber ich weiß nicht, ob es wirklich nachhaltig ist. Ich glaube, wahrscheinlich ist es nicht nachhaltig. Okay. Was wären denn generell noch eine Frage an euch beide. Was wären denn jetzt noch so Änderungen, auch an egal welche Klasse, die sie vielleicht jetzt noch reinhauen sollten? Also was wären einfach noch so Sachen, die ihr noch hinzufügen würdet für die Balance? Was sind für euch noch so Dornen im Auge? Ne, Nico, kannst du ja vielleicht gerne fürs PvE anfangen? Ich muss überlegen. Elite-Skills, die Elite sind. Also gerade Power-Konger zum Beispiel, weil das ziemlich gut ist. Gravity Well muss Schaden machen und der Rest muss runter. So dass du als Power-Klono mit Schaden gezwungen bist, den Well mitzunehmen. Mhm. Und nicht Timer. Das zum Beispiel wäre wichtig. Hast du noch andere Beispiele? Guardian kann auch mit Dragonsmore und nicht viel mehr Wrath was machen. Power Reaper kann gerne noch gebufft werden. Ein Thread müsste auf 100% hoch, danke. Aus keinem Grund. Auch keine Taktik im Kampf. Power Weaver müsste mehr Schaden machen. Für das, was eine Rotation machen muss. Boom Chrono wird nutzloser nach jedem Patch, weil halt du mehr Schaden hast und mehr Schaden du hast, desto weniger Boons brauchst du. Da wird der verdrängt aus der Meta. Man spielt nochmal 50% von den Bossen ungefähr. Was haben wir sonst noch? Tarn runter oder Raid-Bosse mehr leben. Ja. Eins von beiden. Also generell einfach mehr Tuning. Ja. Okay, wunderbar, danke schön. Benz, Änderungen, die du noch sweet finden würdest fürs PvP? Supporter. Supporter sind schwer zu balancen und ich wüsste auch nicht so richtig selbst, wie ich das machen wollen würde. Ja, Supporter sind in Gruppenkämpfen immer noch ganz schön stark, ne? Ja. Aber du musst mit ihm halt auch in die Gruppenkämpfe, damit es sinnvoll ist, ne? Ja. Ich meine, es ist schon richtig, dass ein Heiler mehr heilt als ein Damage-Dealer Damage macht. Ne? Das ist schon richtig, das muss schon so sein, ne? Weil es halt auch reaktiv ist. Ne? Der Gegner macht irgendwas und du musst halt darauf reagieren. Ne? Macht er Konnis rauf, musst du Konnis runternehmen. Ne? Macht er Schaden, musst du gegenheilen. Musst haushalten mit deinen Heilskills. Ne? Kannst nicht einfach Heilung drücken, obwohl der Typ schon auf 100% ist. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, Supporter sind, glaube ich, schwer zu balancen. Momentan sind sie eigentlich noch ein bisschen stark im Gruppenkampf. Aber du musst halt auch in die Gruppenkämpfe, wie gesagt. Das ist halt. Ja, es ist schwierig, ne? Ich weiß nicht, ob sie sich da noch irgendwas Kreatives einfallen lassen. Ja.
Na gut, sie haben es zumindest ja auf dem Tisch, ne? Das haben sie ja mehrmals angedeutet. Das ist richtig. Gut. Ich glaube, sonst hätten wir alles besprochen, was es zu besprechen gibt, oder? Der Augenchange? Oh ja. Ach so, okay. Ja, ja. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Auren jetzt wieder ein bisschen mehr aussehen und so neue Icons haben. Ja. Ja, das war eigentlich ganz gut. Dann kann man, ne, man will ja auf Sachen reagieren, die stattfinden, und dazu muss man Sachen erkennen, und das finde ich ganz gut, dass man jetzt deutlicher sieht. Ja. Ja, aus irgendeinem Grund, wir haben die immer so, wird sich viel darüber lustig gemacht, über die neuen Auren, dass die irgendwie so komisch wären. Also zumindest auch in meiner Raid-Gruppe, da wird auch irgendwie gesagt, so, ja, die neuen Auren, sie sehen irgendwie komisch aus. Naja. Ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, das ist richtig. Aber vorher hast du ja wirklich kaum wahrgenommen. Ja. Ja, Guild Wars ist ja auch so ein Spiel, das spielst du halt nicht im Menü, das spielst du halt auf dem großen Bildschirm. Ja. Denn wenn man einen Blick oben in die Buffleiste, dann ist halt schon ein Blick, der nicht auf dem Rest des Bildschirms ist, ne? Ja, wenn du eigentlich reagieren willst auf das, was die Leute machen, deshalb. Das stimmt. Wenn extra mal gucken, was, ne, was für eine Aura er jetzt drauf hat, ist schon ganz schön, dass man es so angezeigt bekommt. Ja. Finde ich gut. Ja, gut. Ich glaube, aber dann haben wir jetzt wirklich alles, oder? Eine kleine Änderung, die ich wollte noch anmerken, die ich ganz gut finde. Sehr gerne. Der Waffenschaden wird, also der Schaden, den man macht, wird hier in Guild Wars berechnet mit dem Waffenschaden. Mhm. Mal der Power, ne, der Kraft. Genau. Mal dem Faktor, der auf deiner, der Attacke. Und dadurch war der immer schwanken, weil der Waffen, der Schaden auf der Waffe ist ja schwanken. Ne? Mhm. Und jetzt mitten sie tatsächlich den Wert. Und jetzt ist halt kein Zufallsdamage mehr. Jetzt macht, genau. Jetzt macht eine Attacke immer den gleichen Schaden. Ja. Das hatten sie auch in GW1. Da gab es auch manche Waffen, die nur einen gewissen Schaden wirklich gemacht haben. Mhm. Gewissen Schadenswert. Vorher, wenn du den Gegner hast, der mit ein paar Prozent Leben überlebt hat, ne, ja, hättest du mal durch Zufall mehr Schaden gemacht, einfach nur, weil das Spiel dazu will. Ne? Ja. Das kannst du halt nicht mehr sagen. Jetzt macht, ne? Machen die Waffen alle gleich viel Schaden. Ist ganz gut, glaube ich, dass sie da keinen Zufall mehr drin haben. Denke ich mal auch, dass sie den Zufall mal rausgenommen haben. Hm? Eine ganz gute Änderung ist. So. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich der letzte Punkt, oder? Ich finde auch nichts mehr in meinen Notizen gerade. Alles. Nee, ich glaube, wir sind jetzt auch mit gleich 2-3 Viertelstunden auch ziemlich gut dran bei dem Ganzen. Ich glaube, normalerweise sind sonst nur Trailer-Analysen länger. Nächste Woche dann. Genau, nächste Woche. Zwerg sein. Oh, das sind Steingipfelzwerge, und ich werde dann richtig Geld verdienen, weil ich dann das ganze Geld bekomme von den ganzen Leuten, die nicht an mich geglaubt haben. Ach genau, mir fällt gerade noch ein, sehe ich gerade noch. Rettfähigkeiten wurden häufig genervt an vielen Stellen. Was auch ganz gut ist, weil es halt schon momentan ein ziemlicher Kampf ist, die Leute da vom Retzen abzuhalten. Ne? Ja. Und wenn denn auch die Rettfähigkeiten dazu kämen, ist gut, dass die weg sind. Ja, das haben sie ja schon vorher gemacht. Die haben ja da schon viele Sachen, die passiv ja geretzt haben, Eigenschaften und so, haben sie ja auf aktive Art und Weise ja gesetzt. Ja. Dass du das deutlich aktiver machen musst, was immer eine gute Sache ist. Ist eine gute Sache. Gut, alles klar. Bevor ich mich jetzt noch weiter dazu verleiten lasse, über die Trailer zu sprechen von Stahl und Feuer, werde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, dass der Podcast, dass wir dann für heute durch sind. Und hier, Ori fängt nämlich auch schon an zu diskutieren. Wir werden das alles nächste Woche diskutieren. Wir werden das alles sehen mit Stahl und Feuer. Und ich bedanke mich an dieser Stelle einfach mal recht herzlich dafür, dass ihr so lange ausgehalten habt, dass ihr uns beim Schwafeln uns so lange zugehört habt und auch für die rege Beteiligung im Chat. Und nochmal auch vielen Dank an Pivo und an Cyan für eure beiden Subs, die ihr uns spendiert habt. Wir können immer jede Unterstützung gebrauchen und freuen uns auch wirklich über jeden Follow, jede Subscription, die wir da auch nur kriegen können. Ich verlinke hier an dieser Stelle nochmal einmal Guild News. Da befinden sich alle unsere Social Media Kanäle, auch unsere Seite und auch der Link zu unserem Discord-Channel. Und ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich auf jeden Fall bei Nico und bei Benz Aldehyd, dass ihr heute da mit mir zusammen den Podcast gestaltet habt, und auch für eure Expertise auf jeden Fall.
Und ich hoffe, dass ihr Spaß habt. Ja, gerne doch. Ja, ihr habt da auf jeden Fall mega gut, also ich glaube, das lief alles hier mega gut. Schön die Bälle hin und her geworfen. Also ich bin echt froh, dass ich mit euch da beide heute wirklich diese kompetenten Spieler hatte, da um mit euch darüber zu reden. Ja, ich würde einfach mal behaupten, dass dann schalten wir auch mal an der Stelle ab, ne, und bedanken uns nochmal dafür für den Podcast. Den Podcast könnt ihr dann später auch auf Spotify und auf YouTube nochmal nachhören, nachschauen und alles. Und ich kann hier auch nochmal hier auf unser lustiges Dreierbild geben, wo ich da nicht mehr zu sehen bin. Jetzt bin ich wieder zu sehen. Und ja, würde einfach mal stumpf behaupten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Wir schalten noch einmal Werbung zwischen und dann raiden wir noch irgendeinen anderen Twitch-Nutzer, der vielleicht GW2 streamt. Und dann war's das auch für heute. Schönen Abend euch noch, ne? Ciao. Tschüss.